Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich jetzt, zum Hauptvortrag Ihnen vorstellen zu dürfen, Professor Dr. Dr. Thomas Schirmacher. Er ist der Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit, ein genauer Kenner der Materie in den verschiedenen Bezügen, und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Ausführungen. Ja, ich habe hier noch stehen, sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, vielleicht hört sie es noch, noch steht sie da, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender, liebe Mitglieder des Evangelischen Arbeitskreises der CDU-CSU, die Christlich-Demokratische Union wurde nach der Hitler-Diktatur gegründet und verstand sich dabei als Partei nicht mehr wie manche frühere christliche Parteien als verlängerter Arm einer Kirche in die Politik oder die Regierung, was den Weg freimachte für eine überkonfessionelle Partei aller Christen, eben eine Union. Der Evangelische Arbeitskreis sollte dafür sorgen, dass in dieser Union das evangelische Denken seinen Ort in der CDU und der CSU fand. Der Gedanke, dass wir mal sowieso eine protestantische Bundeskanzlerin haben, der war damals zu Adenauers Zeit noch ein bisschen entfernt. Aber die Evangelischen haben sich ganz gut durchgesetzt, so mit der Zeit. All das setzte natürlich voraus einen demokratischen Staat mit Religionsfreiheit, der dann ja auch, Gott sei Dank, Wirklichkeit wurde und dem weder der Staat die Kirchen und Religionsgemeinschaften regiert, noch umgekehrt diese den Staat, zugleich aber ein möglichst gedeihliches Zusammenleben gewährleistet ist und die Religionen, anders als etwa im Konzept Frankreichs, weitmöglichst die gleiche Öffentlichkeit mit dem Staat teilen. Der Religionsunterricht ist das typischste Beispiel dafür. Mitten in der Schule, mitten in der Gesellschaft, sogar bezahlt vom Staat als ordentliches Lehrfach, aber gleichzeitig unter völlig inhaltlicher Trennung. Die Inhalte bestimmen die Religionsgemeinschaften selber. Eine feine Trennlinie, beide in derselben Öffentlichkeit, um Religion nicht ins Private abzudrängen. Nachmittags dann noch schnell irgendein heimlicher Religionsunterricht. Die Deutschen genießen seitdem große Religionsfreiheit und haben 50 Jahre unverändert gut in der Mitte, von der Mitte des letzten Jahrhunderts bis in die Gegenwart gelebt. Zugegeben, die Ankunft einer zweiten großen Religionsgemeinschaft, dem Islam, macht es naturgemäß zunehmend nötig, manche alten Wege neu zu überdenken und neu auszuhandeln. Da steht manches für uns bevor, aber das ist heute nicht unser Thema. Dass dieser Staat so geworden ist, wie er ist, ist also nicht nur Atheisten und Säkularisten zu verdanken, die die Religionsfreiheit gegen die Religionen durchgesetzt hätten oder deren Part an der Entwicklung seit der Aufklärung oder im Parlamentarischen Rat und in den Jahrzehnten der Bundesrepublik deswegen schmälern zu wollen. Wir wollen ja im selben Staat gemeinsam die Gesellschaft gestalten. Aber er ist eben nicht von ihnen gegen die Religionen durchgesetzt worden. Er ist auch nicht nur von Minderheitenreligionen gefordert worden, die in der Geschichte der Religionsfreiheit eine sehr zentrale Rolle gespielt haben, jüdische Vordenker wie Mendelssohn und andere, sondern sie ist ausdrücklich von der Mehrheitsreligion dieses Landes und insbesondere von denen, die auf ihrer Grundlage Politik machen wollten, wie das C im Namen der CDU bedeutet, gewollt worden. Sie ist nicht gegen die Christen durchgesetzt worden, sondern von den Christen. Nun ist die Realität ein bisschen komplizierter. Ich weiß auch, dass viele überzeugte Christen im Parlamentarischen Rat in Fragen der Religionsfreiheit schon etwas weiter waren als ihre eigenen Kirchen, zumindest offiziell, die zum Teil noch ein bisschen brauchten, bis sie dann auch ganz offiziell die Religionsfreiheit zum Programm der Kirchen erhoben. Aber die der Mehrheitsreligion unseres Landes nahestehende Parteien haben die Religionsfreiheit in diesem Land ganz wesentlich mitgewollt und mitgeprägt. Und ich glaube auch, dass Religionsfreiheit eigentlich in einem Land nur wirklich dann durchsetzbar ist, wenn die Religionen selbst sie inhaltlich mittragen, wenn sie nicht mit Gewalt gegen sie durchgesetzt werden muss, sondern wenn die Religion selbst, insbesondere natürlich die Mehrheitsreligion selbst, sie schätzt und verteidigt und es nicht nur dem Staat überlässt, Millionen von Menschen, die gar keine Religionsfreiheit wollen, trotzdem zur Religionsfreiheit zu zwingen. Das ist sehr schwierig.
Der evangelische Arbeitskreis ist also ein sinnfälliges Symbol dafür, dass man in diesem Land als Christ nicht nur geduldet ist, sondern im Gespräch mit Christen anderer Konfessionen und allen Menschen guten Willens im Rahmen einer übergreifenden Volkspartei in unserer Demokratie das öffentliche Leben mitgestalten kann. Ich weiß nicht, ob das, was wir eben gehört haben, nur mitgestalten war, also bis hin, wenn man denn die nötigen Wählerstimmen dafür mobilisieren kann. Dass der evangelische Arbeitskreis nun aber auf seiner Bundestagung daran erinnert, dass viele Christen weltweit nicht in so einer komfortablen Situation sind, nicht nur Religionsfreiheit gerade so eben zu haben, sondern mitten in der Gesellschaft mit dabei zu sein, ist dann nur konsequent. Und das ist heute unser Thema, nicht die evangelischen oder anderen christlichen Arbeitskreise in anderen Ländern, die Politik mitgestalten, sondern Christen in aller Welt, denen die einfachsten, die simpelsten Elemente der Religionsfreiheit versagt bleiben. Ich beginne mit 4 Missverständnissen. Denn wenn man dieses Thema hört und nicht gerade beim EAK ist, dann kommen sofort Einwände. Der erste: Warum eigentlich nur von Christen? Warum nicht Verfolgung und Diskriminierung von allen Religionen? Nun, Religionsfreiheit gilt für alle Menschen, nicht nur für Christen. Das ist eine Banalität. Und das ist für Christen nicht nur eine politische Vorgabe. Leider leben wir in einem Land, wo das so ist, und da müssen wir dann irgendwie uns mit arrangieren. Sondern es ergibt sich aus unserem christlichen Glauben selbst. Denn Gott hat alle Menschen als seine Ebenbilder geschaffen, nicht nur die Christen. Ja? Wie es am Anfang der Bibel steht, dass er den Menschen zu seinem Bilde schuf, nicht nur das Mitglied einer bestimmten Kirche. Gott will auch, so schon das Alte Testament, Jesus selbst in aller Deutlichkeit von ganzem Herzen geliebt werden. Und das bedeutet eben nicht aus Zwang und nicht äußerlich. Die innerste Orientierung eines Menschen in seinem Gewissen, in seinem Herzen, kann und darf nicht erzwungen werden. Sie ist sein ureigenstes Ding, das ihn zutiefst prägt. Was Jesus seinen Jüngern verwehrt hat, nämlich Feuer auf die fallen zu lassen, die seine Botschaft nicht akzeptiert haben, das bleibt uns glücklicherweise auch für alle Zeiten verwehrt. Wer sich anschaut, welche Aufgaben das Neue Testament dem Staat zuweist, der sieht, dass die Ausbreitung und Förderung einer bestimmten Religion, geschweige denn der Botschaft Jesu, nicht zu seinen Aufgaben gehört. Paulus hätte in Römer 13, in dem berühmten Kapitel, wo er darüber spricht, dass Christen sich dem Staat unterordnen, genügend Gelegenheit gehabt, umgekehrt den Staat aufzufordern, den christlichen Glauben zu verteidigen. So aber spricht er nur von unserer Rolle als Christen in dem Staat, dem wir, wenn er für die Gerechtigkeit eintritt, dabei helfen, das Gute zu fördern und das Böse zu bestrafen. Dass Christen das in der Geschichte oft anders gehandhabt haben, ändert nichts daran, dass ein Christ seinen Glauben nicht verbiegen muss, wenn er für Religionsfreiheit eintritt, sondern dass sich die Religionsfreiheit eigentlich ganz natürlich aus seinem Glauben ergibt und wir deswegen nicht nur aus Egoismus für Religionsfreiheit eintreten, weil wir gerne für uns die Ruhe hätten zu tun, was wir möchten, sondern aus Überzeugung der Meinung sind, das, was einen Menschen zutiefst in seinem Inneren prägt, das dürfen wir sehr wohl durch Überzeugung, durch Angebot, durch Zeugnis, wie die Christen das nennen, anderen Menschen erklären und weitergeben, aber das dürfen wir ihnen nie und nimmer aufzwingen. Zweitens, zunächst mal ganz einfach, wenn Christen sich so intensiv für bedrängte und verfolgte Christen einsetzen, dann hat das zunächst mal einfach historische Gründe. Es ist ein selbstverständlicher Bestandteil einer jahrhundertelangen liturgischen Tradition. Alle großen Liturgien der Kirchen ganz verschiedener Nationalitäten haben das immer als Bestandteil gehabt. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, dass die Kirchen, die in Freiheit gelebt haben, an die gedacht haben, die sich nicht in Freiheit befinden. Und insofern sind die vielen verschiedenen Sonntage, die wir im Moment haben, die evangelische Kirche am Sonntag Reminiscenzere, die Deutsche Bischofskonferenz nach Weihnachten, die evangelische Allianz mit dem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, einfach erstmal Bestandteil einer historischen Tradition für die eigenen
Menschen, für die eigenen Anhänger der Religion zu beten, die dafür einen Preis zu zahlen haben. Aber bitteschön, vergessen Sie nicht, das, was von außen vielleicht so fromm aussieht, das können Sie weltweit sehen, diese liturgischen Elemente sind weltweit der Faktor, der die Religionsfreiheit im Laufe eines Jahres am häufigsten zur Sprache bringt. Nichts erreicht so viele Menschen mit diesem Thema, wie das, was die Kirchen tun, weltweit. Über Religionsfreiheit würde nur noch ein Bruchteil von dem geredet, wenn die Kirchen nicht, zunächst über Christen und dann über allen, immer und immer wieder über dieses Thema sprechen würden. Man mag darauf verweisen, dass in Amerika es inzwischen zwei große Kommissionen gibt, beim Präsidenten eine, beim Außenministerium, die sich mit der Lage der Religionsfreiheit befassen, und zwar aller Religionen in allen Ländern. Aber bitte vergessen Sie nicht, das ist maßgeblich dem Einsatz von katholischen, evangelischen, evangelikalen Christen in Zusammenarbeit mit einigen jüdischen Freunden so weit gekommen, die dann aber, als die amerikanische Regierung dafür gewonnen war, natürlich nicht nur wollten, dass ihre eigenen Leute da erwähnt werden, sondern dass alles benannt wird, was es an Verletzung von Religionsfreiheit gibt. Gerade die Menschenrechtsorganisationen wie die Gesellschaft für bedrohte Völker oder die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, der ich selbst angehöre, die sich am lautstärksten gegen Christenverfolgung einsetzen, sind gleichzeitig auch die, die sich am allerhäufigsten gegen jede Verletzung von Religionsfreiheit einsetzen, auch für die Bahai und Falun Gong und alle möglichen anderen. Und die anderen, die ihnen vorwerfen, sie sollten nicht so viel von Christen reden, tun erfahrungsgemäß für die anderen auch nichts. Schließlich sei noch gesagt, dass der Einsatz für Christenverfolgung nicht besagen soll, dass Christen immer nur Opfer und nie Täter werden. Sie wissen natürlich, dass das für die Geschichte sowieso nicht wahr ist. Und wir reden von 2 Milliarden Christen in ungezählten Konfessionen und verschiedenen Ländern. Und selbstverständlich ist es so, dass es in Nigeria und in Sudan, und ich könnte eine Menge anderer Situationen erzählen, Situationen gibt, die politisch, wirtschaftlich, ethnisch und ich weiß nicht was alles so kompliziert sind, dass man auch nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner christlichen Gruppierung oder vielleicht sogar nur einer mehr namenschristlichen Orientierung, dasselbe etwa auf islamischer oder anderer Seite, alleine als Kriterium nehmen könnte. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wenn etwa gegenwärtig im Irak Hunderttausende von Christen vertrieben werden, die für alle Zeiten ihre uralten eingestammten Wohngebiete verlieren, die nie wieder in die Häuser zurückkehren können, in denen längst andere wohnen, von denen wieder keiner bereit ist, die zu vertreiben. Was nützt denen das, wenn ich ihnen erkläre, dass es also in Russland, Gott sei es geklagt, auch Situationen gibt, wo kleine Religionsgemeinschaften oder Muslime unter der russisch-orthodoxen Kirche zu leiden haben? Das macht doch die Menschenrechtsverletzung im Irak nicht weniger problematisch. Also, aber das soll es auf keinen Fall bedeuten, dass wir nicht bereit wären, offen und ehrlich darüber zu reden. Wir sind alle froh, dass die Geschichte in Nordirland vorbei ist. Wir wissen, vor 300 Jahren wäre Nordirland gar nicht aufgefallen. Da war das noch aller Seiten an der Tagesordnung. Wir sind froh, dass das jetzt vorbei ist. Aber selbstverständlich, wenn es solche Situationen gibt, dann wollen wir nicht wegsehen und auch unsere eigenen Leute daran erinnern, wie wichtig die Religionsfreiheit ist. Und last not least geht es um die Frage, ist denn überhaupt die Religionsverfolgung nicht eine Chimäre? Etwas, was ich immer wieder zu hören bekomme, sind nicht in Wirklichkeit dahinter immer ethnische und wirtschaftliche und ich weiß nicht was Probleme verborgen. Nun ist natürlich so, dass alle Menschenrechtsprobleme miteinander verquickt sind. Und die Länder, von denen wir gleich reden werden, sind natürlich überwiegend Länder, die nicht nur die Religionsfreiheit verletzen, sondern alle Menschenrechte. Und ich halte es dafür müßig, die Rechte gegeneinander aufzurechnen. Und jetzt zu fragen, sind die Frauenrechte wichtiger oder die Kinderrechte wichtiger? Sollten wir erst gegen Foltern vorgehen oder sollten wir? Das Ganze gehört natürlich irgendwie zusammen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass wir Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf die Religion rein zahlenmäßig in einem Maße haben, dass es ein Unding ist, die einfach unter anderen Dingen verschwinden zu lassen. Ich denke da an den Irak, da hat die Bundesregierung ja fantastische Arbeit geleistet, sich nicht einreden zu lassen, okay, wir reden im Irak von
ethnischen Minderheiten. Natürlich sind die Kirchen, die da verfolgt werden, auch ethnische Minderheiten, aber eben nicht nur. Und warum sollte das plötzlich peinlich sein, darüber zu sprechen, dass diese Kirchen eine bestimmte christliche Konfession als ihre Identifikation haben und das offensichtlich der Hauptgrund ist, warum sie vertrieben werden? Warum sollte uns das denn peinlich sein? Ich will durchaus, dass uns auch nicht peinlich ist, wenn es ethnische Hintergründe hat. Denn auch ethnische Minderheiten verdienen Schutz. Und ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie da der UN bis runter zu den Bundesländern sämtliche eben tapfer durchgehalten hat und gesagt hat, das sind nun mal religiöse Gründe, auch bei den Mandäern oder andere, die dann hier nach Deutschland gekommen sind. Und das kann man nicht einfach reduzieren auf politische oder wirtschaftliche Gründe. Nun aber zur Lage der Christen. Wenn man über die Lage der Christen weltweit reden will, auf diesem Hintergrund hat man sofort ein Problem. Es gibt nämlich keine Religionsgemeinschaft, der es in puncto Religionsfreiheit so gut geht wie den Christen. Und das macht es auch vielen so schwer, über dieses Thema zu sprechen. Wie kommt das? Warum genießt das Christentum die Sonnenseite der Religionsfreiheit wie keine andere Religion? Nur, da müsst ihr jetzt ganz weit ausholen, das hängt damit zusammen, dass bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen alle ehemals christlichen Länder oder anders gesagt alle Länder, die eine christliche Mehrheit haben, Demokratien sind. Und dadurch haben wir dafür gesorgt, dass der größte Teil der Weltchristenheit in Religionsfreiheit lebt. Das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass der überwiegende Teil der Weltchristenheit, weil er in Demokratien lebt, auch anderen Religionsfreiheit gewährt. Und das sind also sehr große Zahlen. Samuel Huntington, viel verschrien wegen manch anderer These, hat eine viel berühmtere These aufgestellt, 1993, nämlich die von den vier Demokratisierungswellen, und der listet das sehr schön auf. 1828 bis 1926 wurden praktisch nur protestantische Länder Demokratien. In der zweiten Welle 43 bis 62 ziehen protestantische, viele katholische und fernöstliche Länder nach. In der dritten Welle bis 74 bis 88, übrigens interessanterweise auf katholischer Seite wesentlich auch ein Auswirken des Zweiten Vatikanischen Konzils, werden im ganz großen Stil katholische Länder zu Demokratien und einige orthodoxe Länder. Und der heutige Stand ist, dass von den 88 ganz freien Demokratien, die wir auf dieser Welt haben, 79, das heißt 90%, eine christliche Bevölkerungsmehrheit haben. Ich will das jetzt gar nicht diskutieren, weil es das schnell auf ein anderes Thema führt, welche Hintergründe das hat. Und es geht auch nicht darum, das Christentum hochzuloben, denn Sie können nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion genau dasselbe Schema sehen. Die wenigen protestantischen, katholischen Länder waren funktionierende Demokratien, bevor sie überhaupt unabhängig waren. Die islamischen Länder haben zum Teil einen guten Staat hingelegt, sind heute aber alle Autokratien und haben es nicht auf dem Weg zur Demokratie geschafft. Und die orthodoxen Länder, und das macht deutlich, es geht nicht darum, einfach dem Christentum alles Gute zuzuschieben, wie etwa die Ukraine, die sind also noch am Überlegen hin und her. Und da hoffen wir, dass sie es schaffen, aber da ist die Sache im Moment noch unausgegoren. Und auch wenn das vielleicht nur ein Einzelfall ist, wer dann sagt, ein islamisches Land könnte keine vollumfängliche Demokratie mit Religionsfreiheit haben, der sei auf Mali verwiesen. 99,3% der Einwohner sind Muslime und die restlichen Christen, die dort leben, leben in völliger Religionsfreiheit. Es ist eine säkulare Demokratie, trotz der Mehrheit der Muslime. In der islamischen Welt ist die Lage genau umgekehrt, weil fast alle islamischen Länder keine Demokratien sind, ist eigentlich der Islam die Religion, die am meisten unter fehlender Religionsfreiheit zu leiden hat. Eigentlich. Da aber 700 Millionen Muslime in Ländern leben, die keine oder eingeschränkte Religionsfreiheit haben, merken die Muslime nicht so viel davon. Sie leben im richtigen Land. Sie merken, dass sie keine Religionsfreiheit haben. Wann? Also natürlich, wenn sie den Islam verlassen wollen. Können Sie jede Minute ausprobieren. Aber auch, wenn Sie sich islamischen Richtungen anschließen, die in dem Land nicht erwünscht sind. Also wenn Sie in der Türkei ein islamischer Sufi werden, ja, dann stellen Sie plötzlich fest, Sie sind so unbeliebt wie die Christen. Ahmadiyya, Aleviten, wir könnten eine Menge aufzählen. Schon wollen wir gar nicht davon reden,
wenn sie als ganz Abgefallene gelten, wie etwa die Bahai, die fürchterlich in einigen islamischen Ländern zu leiden haben und denen natürlich auch unsere ganze Solidarität gilt. Also die Muslime leben überwiegend nicht unter Religionsfreiheit, merken das aber im alltäglichen Leben nicht. Es ist ein recht kleiner Teil, der in Religionsfreiheit lebt, und das sind ironischerweise die Muslime, die in christlichen Ländern leben. So, und jetzt kommen wir auf die berühmten 200 Millionen. Das nämlich sind die Christen, das ist natürlich nur 10% der Weltchristenheit, die in Ländern ohne Religionsfreiheit leben. Wenn die jetzt christlich wären, dann ginge das halbwegs. Genau genommen habe ich sie auch schon ein bisschen beschummelt, denn es ist tatsächlich so, dass also 150 dazugezählt werden müssten, die habe ich jetzt heimlich schon abgezogen, das sind nämlich die Christen in Russland. In Russland klappt es mit der Religionsfreiheit im Moment nicht so ganz, nur die Christen bemerken das natürlich nicht, weil die russisch-orthodoxe Kirche, die noch nicht Staatsreligion ist, aber doch ein großes Comeback in die Richtung erlebt. Wo kommen diese Zahlen her? Also die 200 Millionen hat unser Institut für Religionsfreiheit schon länger auf dem Markt gehabt. Und ich kann mich erinnern, als 1999 Hermann Gröhe, heute Generalsekretär der CDU, damals Sprecher für Menschenrechte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die erste Debatte im Bundestag losgetreten hat zum Thema Christenverfolgung, unter anderem unsere Zahlen verwendet hat und hat da also einige Prügel eingesteckt. Und da hat er also ganz fürchterlich mit mir geschimpft. Sie kennen das ja, also er kann das ja so freundlich tun, dass man hinterher immer noch zusammenarbeitet, aber mir doch sehr deutlich gemacht, also so geht es ja nun nicht, zu erwarten, dass die Politiker was tun und dann sich auf so dünnem Eis zu bewegen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er das getan hat, denn vieles, was dann an Forschung von dort ausgegangen ist, war diesem Schock zu verdanken. Inzwischen haben die Organisationen, die sich entweder für verfolgte Christen einsetzen oder Forschungsinstitutionen, enorm, was soll ich sagen, aufgerüstet, soll man vielleicht im Rahmen von Religion nicht sagen, aufgerüstet. Und wir bekommen zunehmend umfassendes Material, wie zum Beispiel vom Hudson-Institut und dem Institut für Religionsfreiheit dort auch 2008, Religious Freedom in the World, mit einer Einschätzung jeder Lage jedes Landes der Erde. Aber das Spannendste war für mich die neueste Studie vom Dezember 2009, des Pew Forum on Religion and Public Life, der finanzstärksten Forschungseinrichtung der Welt, die sich mit Religionen beschäftigt und die nun 27 andere Quellen von der amerikanischen Regierung über Open Doors bis hin zu uns ausgewertet und zusammengerechnet hat. Und ich sage Ihnen, ich war ganz ehrlich gespannt, als die Zahlen jetzt kamen. Die gehen eigentlich um Religionsfreiheit an sich, weil mich interessierte, ob wir uns bei den Christen völlig verrechnet haben. Also danach sind es 64 Länder, die keine oder eine sehr eingeschränkte Religionsfreiheit haben, ein Drittel der Welt. Das Unangenehme ist dabei nur, dass dazu die größten Länder der Erde wie China gehören, sodass die ein Drittel der Länder zwei Drittel der Menschheit ausmachen. Das heißt nicht, dass zwei Drittel der Menschheit Verletzung der Religionsfreiheit spüren. Ich nehme nochmal die Muslime als Beispiel. Die leben ja überwiegend in muslimischen Ländern und merken davon im Alltag nicht notwendigerweise was. Ja? Aber ein zwei Drittel der Menschheit lebt in Ländern, in denen eine Religionsfreiheit für jedermann einfach nicht vorgesehen ist. Und habe ich mich sofort hingesetzt und habe durchgerechnet, wie viele Christen leben da. War also ganz glücklich, als ich schnell ohne Russland, das ich nicht mitzählen wollte, was offiziell ja ein christliches Land ist, ich sehr schnell bei 230 oder mehr waren, also wir können beruhigt weiter von den 200 Millionen sprechen, nicht die verfolgt werden. Denn dazu müssten Sie erstens einmal sagen, was verstehen Sie unter Verfolgung? Wen nehmen Sie mit hinein? Nehmen Sie Indien, da werden Kirchen angesteckt. Zählen Sie als Verfolgte die, die in einem Gottesdienst sitzen, wenn die Kirche brennt? Oder zählen Sie auch die mit, die in den Gottesdienst gehen und mit der Möglichkeit rechnen, heute könnte Ihre Kirche dran sein? Und wie weit nehmen Sie das? Sagen Sie, also wenn das realistisch ist, dass die angesteckt wird, zähle ich die noch mit. Und wenn die 300 Kilometer weg sitzen und es eigentlich nur Panikmache ist, dann zähle ich die nicht mit.
Ja? Naja, Sie müssen sich mal überlegen, Sie würden in Deutschland leben und in Deutschland würde jeden Sonntag nur eine Kirche abgefackelt. Ja? Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass nächsten Sonntag Ihre dran ist, wäre sehr klein. Und trotzdem würde es für uns alle die Mentalität verändern, mit der wir zum Gottesdienst gehen würden. Ja? Wir würden alle irgendwie mit der Möglichkeit rechnen. Es würde Leute geben, die würden gar nicht erst gehen, weil sie sagen, wer weiß, vielleicht ist das das Nächste. Das ganze Zusammenleben in der Gesellschaft würde anfangen, sich zu verändern. Wir erleben das ja im Umgang mit dem Islam, wie ein paar Bomben im Ausland und ein paar Bedrohungen hier. Im alltäglichen Umgang unser Zusammenleben irgendwie, das können wir nicht einfach so raushalten. Ja? So korrekt es ist, Menschen nicht per Sippenhaft für Dinge verantwortlich zu machen, an denen sie nicht schuld sind. Warum aber, wenn wir jetzt uns diese Zahlen anschauen, die 200 Millionen, die besonders herausgreifen? Warum nicht über alle sprechen? Das Besondere, ich sage nochmal, diese Menschen leben in Ländern, in denen es keine Religionsfreiheit gibt und in denen ihre Religion eine Minderheitenreligion ist. Und das führt dazu, und jetzt kommt ein weiterer Faktor dazu, den man immer wieder berücksichtigen muss. Da kann man die Christen für schelten, da kann man sagen, das möchte ich nicht, es ist aber einfach die Realität. Es sind ausgerechnet diese christlichen Kirchen, die in den Ländern leben, wo sie eigentlich keine Rechte haben, die wie verrückt wachsen. Es sind überwiegend die Kirchen, wie bei uns, die Religionsfreiheit haben, die sich in einigen Ländern ganz tapfer schlagen, indem sie überhaupt noch da sind, ja, in anderen schrumpfen. Es sind die Länder ohne Religionsfreiheit, in denen sie explodieren. Und das sorgt natürlich erst recht dafür, dass die Religionsfreiheit, ihre Religionsfreiheit erst weiter in Frage gestellt wird. Nehmen Sie als Beispiel China. Man hatte fast alle Christen umgebracht. Gut, ich weiß auch eine Menge anderer. Es waren nicht nur die Christen, die Mao beseitigen wollte. Ja? Aber unter anderem hat man das Christentum fast vollkommen ausgelöscht. Insbesondere die gesamte Leiterschaft. Ausgerechnet dort fängt das Christentum an zu explodieren und inzwischen in jeder Form und Farbe, ganz egal was für eine Christenheit es ist, und es gibt eine unübersehbare Zahl inzwischen nicht nur von evangelikalen Hauskirchen, sondern auch von katholischen Hauskirchen. Früher hätte man gesagt, das geht überhaupt nicht, das ist so ein Untergrundkonzept, das hat die katholische Kirche gar nicht. Heute ist ganz China übersät mit solchen Gemeinden im Untergrund, die es mit dem Vatikan, mit dem Papst halten und deswegen offiziell nicht zulässig sind. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder wer Gelegenheit hatte, mit chinesischen Politikern darüber zu reden, der weiß, es ist eine ungeheure Nervosität auf Seiten der chinesischen Regierung. Sie können sich das nicht erklären. Sie sind davon überzeugt, die Evangelikalen werden aus irgendeinem Milliardentopf bezahlt und gesteuert. Wer sich ein bisschen damit auskennt, der muss lachen darüber, dass die riesigen chinesischen Kirchen, die es heute gibt, sich von irgendjemandem im Ausland steuern lassen. Ja? Und natürlich bei der katholischen Kirche erst recht sind die der Meinung, der Vatikan hat also einen gigantischen Geheimdienst, der versucht, alles zu unterwandern. Wenn die wüssten, wie viel Einfluss der Papst auf manche Bischöfe hat. Naja gut, das ist ein Thema für sich. Also Sie können das natürlich in China sehen, dass natürlich auch nur der Papst auch nur einheimische Bischöfe ernennt. In China gibt es genug, da braucht er keine, ich weiß nicht was, Deutschen oder Italiener hinzuschicken. Aber die Panik ist enorm und immer wieder versucht man, die Christenheit zu unterdrücken, weil man meint, die sind vom Ausland ferngesteuert und das ist eine ganz große Gefahr. Nehmen Sie Indonesien, eine ganz traurige Angelegenheit. Als ich das erste Mal 1979 da war, war es kein Land mit überragender Religionsfreiheit, aber doch einem recht friedlichen Zusammenleben der Religionen. Und heute haben wir Situationen hinter sich, haben wir Situationen wie auf den Molukken, wo Tausende von Christen gestorben und zigtausend von Christen vertrieben worden sind. Das ganze Land ist in puncto Religionsfreiheit im Aufruhr, Kirchen brennen und Ähnliches. Aber man darf eben auch nicht vergessen, ob Sie das mögen oder nicht. Die Christenheit in Indonesien ist seit dem Zweiten Weltkrieg von etwa 3% auf etwa 13% angewachsen. Wenn Sie sich überlegen, dass der Islam arabischer Prägung, das heißt, der Islam, wie wir ihn kennen,
etwa 5% Anhänger in Indonesien hat. Die restlichen Muslime vertreten alle die sogenannte Kebatinan-Mystik. Das heißt, sind sehr stark mit dem traditionellen Denken des Hinduismus, Buddhismus, mit den Religionen, die davor waren, vertraut und haben eigentlich gar kein Interesse, dass der klassische Islam die Macht übernimmt, weil das würde sie genauso bedrängen wie andere Religionen. Der muss sich im Klaren darüber sein, aus einer Minderheit, die politisch völlig einflusslos war, mit 13%, das sind inzwischen die offiziellen Angaben der indonesischen Regierung selber, ist eine Größe herangewachsen, von der wieder keiner genau erklären kann, wie das eigentlich kommt, und die längst viel größer ist als das, was der klassische Islam in dem Land aufzubringen hat. Und da nun mal die Religionsfreiheit da verletzt wird, da es nun mal Menschen im Land gibt, die nur dann andere Religion, Menschen anderer Religionen nicht umbringen, wenn die Polizei und das Militär dazwischen gehen, sonst machen sie es eben einfach, wird die Sage natürlich nicht einfacher, wenn im gleichen Atemzug das Christentum wächst. Und man das Empfinden hat, das wird irgendwie gesteuert, um das Land zu unterwandern. Die Realität ist natürlich, es steuert keiner. Und in Ländern wie unseren, in den westlichen Ländern, wir haben eigentlich keine Erklärung dafür, warum die Kirchen da so wachsen. Ja, gut, nun sind Christen so und so davon überzeugt, dass das Wirken Gottes in dieser Welt nicht irgendwie an einer Stelle schnell ablesbar ist und für alles eine Erklärung haben. Entstehen tun dabei Situationen, die parallellos sind. Warum ich davon überzeugt bin, dass ich nicht nur als Christ, ich bin ja Religionssoziologe, rein wenn ich mir die Religionswelt anschaue, das Thema Verfolgung von Christen ansprechen muss. In Orissa sind 50.000 Menschen schätzungsweise innerhalb von wenigen Wochen vertrieben worden aus ihren Häusern. 2008, 2009, mindestens 500 Menschen sind gestorben. Wo haben Sie eine Parallele dazu in der jüngsten Geschichte? Das heißt ja hier 21. Jahrhundert, also habe ich mir die letzten 10 Jahre genommen. Ja, wo finden Sie da eine Parallele? Welche anderen Religionsgemeinschaft ist das passiert? Im Irak 2007 bis 2009, Hunderttausende von Christen, die dort oft seit 1500 Jahren und mehr leben, werden vertrieben in die Nachbarländer, können nie wieder zurück. Also die können vielleicht irgendwann mal, wenn der Irak ein demokratisches Land ist, in den Irak zurück, aber sie können nicht in ihre angestammten Dörfer zurück. Das ist also überhaupt keine Frage. Zum Teil gibt es die gar nicht mehr. Wo haben Sie eine Parallele in unserer gegenwärtigen Geschichte? Das ist ja nichts, was jeden Tag vorkommt. Ich habe Indonesien erwähnt. 100.000 mit Waffengewalt, mit Maschinengewehren vertriebene Christen. Katholische Christen auf einer Insel, die fast rein katholisch war. Also die haben auch niemand anderem wehgetan. Die haben auch nicht missioniert. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Da war überhaupt niemand zum Missionieren. Die waren alle katholisch. Ja? Und plötzlich wird mit Waffengewalt, mit Maschinengewehren, mit starken Waffen, wird geplündert, wird getötet. Dazu gibt es einfach keine Parallelen. Und wenn man da jetzt auch eine politische Forderung erhebt, dann heißt das für mich, es geht hier um einen Einsatz gegen allermassivste Menschenrechtsverletzungen, wo nicht ein paar Christen überlegen, wie können wir denn mal die Politik instrumentalisieren und für ein ganz abwegiges Thema irgendwie mal gewinnen. Es ist den westlichen Regierungen zu verdanken gewesen, die in Indien Druck gemacht haben, damit das indische Bundesheer in Orissa einmarschiert. Und als sie dann schließlich, viel zu spät, aber als sie schließlich einmarschiert war, war mit dem Töten zumindest Schluss. Die Regierung in Indien stellt es jetzt so hin, als wäre alles wieder gut. Naja, die meisten leben immer noch in Zelten oder also auf jeden Fall nicht da, wo sie eigentlich mal herkommen. Das ist für mich nicht wirklich gut. Aber das Töten hatte ein Ende. Indonesien genau dasselbe, da haben sie sich noch länger Zeit gelassen. Aber auf den Druck anderer Regierungen ist schließlich die indonesische Marine auf diese Insel gefahren und hat die Sache weitgehend beendet. Und wenn Sie jetzt fragen, was gibt es da noch Dinge, wo gibt es da noch einmalige Dinge in der gegenwärtigen Geschichte? Sie haben es hier vorhin von Herrn Fellenberg schon gehört. Die Vertreibung der Christen aus dem Nahen Osten bzw. aus den islamischen Kernländern ist momentan geschichtlich im Vergleich zu anderen Religionen ohne jede Parallele. Jedes Mal, wenn ich den ökumenischen Patriarchen der orthodoxen Kirche in Istanbul besuche und er mir sagt, wie viele eigentlich zu seiner Kirche gehören, sind es wieder weniger. Und das,
obwohl die Türkei mal gestartet ist, mit Millionen von Christen, die da gelebt haben. Und man ja denken müsste, es sind jetzt schon so viele weg, zum Teil vertrieben, zum Teil einfach ziehen sie entnervt weg, da ist ja kaum noch was zum Wegziehen. Ja? Und er hat mir beim letzten Mal gesagt, es gehen nur noch die nicht weg, die nicht können. Alte Frauen, die keine Kraft haben, irgendwo anders neu anzufangen, deren Söhne, deren Kinder längst weg sind. Und das ist ohne Parallele. Wenn Sie sich die gesamten Zahlen in allen Ländern anschauen und eine ganz bedrückende Sache ist, das einzige Land, in dem sich eine zahlenmäßig starke christliche Minderheit in einem islamischen Kernland enthalten hat, war ja Ägypten. Und wer das ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass auch dort neuerdings der langjährige Burgfriede, der natürlich nicht mit Religionsfreiheit verwechselt werden darf. Ja, das meine ich nicht, aber trotzdem, wo es irgendwie von einzelnen Eruptionen abgesehen, an denen überwiegend dann auch islamistische Terroristen und nicht die Regierung schuld waren, mehr und mehr Platz macht, einer ungeheuren Diskriminierung der Christen im alltäglichen Leben und zunehmend auch, wenn auch noch immer in einzelnen Fällen, aber zunehmend auch wirklich Menschen, Christen, koptische Christen, die sterben. Dass Muslime, die in Ägypten Christen werden, also nicht aus den alten christlichen Minderheiten stammen, in Lebensgefahr leben, das ist schon länger so. Und da könnte ich Ihnen manche Geschichte erzählen, wie viele Menschen in koptischen Wüstenklostern versteckt ihren Weg in andere Länder der Freiheit gefunden haben. Also ein anderes Beispiel, der Islam ist der Meinung, dass man ihn nicht verlassen darf. Die Organisation islamischer Organisationen kämpft schon lange darum, dass die UN das Recht auf Religionswechsel aus der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte herausnimmt. Das wird vermutlich nicht passieren, weil so ein Dokument zu korrigieren ist schon aus historischen Gründen fast unmöglich. Aber man bohrt und bohrt und im Moment hat man dann lieber das andere Thema, dass die Kritik am Islam verboten werden soll. Und der UN-Menschenrechtsrat hat immerhin schon 7-mal beschlossen, dass Kritik an Religion eine Menschenrechtsverletzung ist. Also weil jemand meine Religion kritisiert, sind meine Menschenrechte verletzt worden. Und wenn Sie das lange Dokument lesen, dann werden Sie nicht zufällig feststellen, die einzige Religion, die da immer wieder erwähnt wird, ist der Islam. Sie ist gemeint. Also versucht man über die Schiene. Also, und das ist natürlich für jeden gefährlich. Für Salman Rushdie, den bekanntesten Fall, der ist ja nicht Christ geworden, ja, sondern der ist einfach eben nicht mehr der Muslim, der er vorher war und der in Wirklichkeit natürlich nie gewesen ist. Es ist so, wenn Sie Atheisten werden, Atheisten in der Türkei haben auch kein lustiges Leben, zumindest bekennende Atheisten, ja, die öffentlich sagen, dass sie Atheisten sind, haben in der Türkei ein sehr schweres Leben. Und Baha'i, die sind sprichwörtlich dafür, die Baha'i sind im Iran entstanden, das ist natürlich ein schlechtes Land, um eine Religion zu beginnen, ja, werden fürchterlich unterdrückt. Und im Iran, aber auch in anderen Ländern, gibt es Menschen, die zum Baha'i übertreten, von einem islamischen Hintergrund und die fürchterlich verfolgt werden. Von den Familien, von der Gesellschaft, vom Staat. Ein typisches Beispiel ist in Pakistan, wo eigentlich, Gott sei es geklagt, wenn Menschen erstmal Christen in dieses Räderwerk kommen, eigentlich immer nur die Frage ist, wer tötet sie am Ende? Der Staat offiziell oder der Mob oder die Nachbarn, am Ende überleben tun sie alle nicht. Ja? Wir haben mehrere Fälle, wo der oberste Gerichtshof in Pakistan die Menschen freigesprochen hat, die angeklagt waren, den Islam verlassen zu haben. Und dann hat der Mob sie auf der Straße, als sie vom Gerichtsgebäude die Treppe runterkamen, kurzerhand aufgehängt. Also das ist für alle gefährlich. Die Realität ist aber natürlich, dass es praktisch ausnahmslos Christen trifft, aus dem ganz einfachen Grunde, weil es zwischen den beiden großen Weltreligionen immer schon einen regen Wechsel hin und her gegeben hat und den gibt es immer noch. Rein zahlenmäßig ist natürlich die Masse der Menschen, die den Islam verlassen, verlassen ihn in Richtung Christentum. Ja, ob man das mag oder nicht, ob man das fördern sollte oder nicht, steht mir überhaupt nicht zu Gebot. Das ist schlicht und einfach so. Für die meisten Muslime, wenn sie ihre Religion verlassen wollen, ist die gewissermaßen natürliche Option, sich Christen anzuschließen. Selbst der Spiegel, nicht unbedingt ein Förderer unseres Themas,
schreibt am 22.02.2010, seit der Einfluss von Fundamentalisten in der islamischen Welt zunimmt, verschärft sich der Druck auf die christlichen Minderheiten. Die evangelische Kirche in Deutschland hält Christen für die weltweit am häufigsten verfolgte Glaubensgemeinschaft, aber noch mehr bedroht als traditionelle Christen sind Muslime, die zum Christentum konvertieren. Apostasie, der Abfall vom Islam, kann nach islamischem Recht mit dem Tod bestraft werden. Und in Iran, im Jemen, in Afghanistan, in Somalia, Mauretanien, Pakistan, Katar und Saudi-Arabien gilt dafür immer noch die Todesstrafe. Selbst im säkularen Ägypten erregen Konvertiten den Zorn der Staatsmacht. So verteidigte der Religionsminister die in Ägypten nicht existierende Todesstrafe für Konvertiten, weil der Abfall vom Islam einem Hochverrat gleichkomme. Soweit der Spiegel. Heute Morgen, oder gestern, habe ich gerade wieder gelesen, dass ein Parlamentsmitglied in Afghanistan fordert Todesstrafe für alle, die zum Christentum übertreten. Und daraufhin sind sofort wieder mehrere christliche Hilfswerke, die wirklich nicht missionieren, die da nur armen Menschen helfen, die sind aus dem Land verwiesen worden. Weil es könnte ja sein, dass die mal eine Konversion verursachen. Was sind also die Gründe, dass Christen so oft ins Kreuzfeuer kommen? Ich weiß, es gibt abertausend Dinge, die man diskutieren müssen und ich bin einigermaßen gebildet und könnte Ihnen 7 Stunden Wenn und Abers und Fußnoten und eventuelle Täten benennen, aber ich möchte mit ein paar Schlaglichtern enden. Zum einen, das Christentum ist nun mal die größte Weltreligion, die es gibt und deswegen von Menschenrechtsverletzungen in Staaten, die keine Religionsfreiheit können, auch schlicht und einfach am meisten betroffen. Da brauchte sonst gar nichts der Fall sein. Zweitens, das Christentum, ich sagte es schon, wächst derzeit am stärksten, ausgerechnet in den Ländern, die keine Menschenrechte und Religionsfreiheit kennen. Drittens, das Christentum erlebt überhaupt weltweit ein phänomenales Wachstum, was wir uns hier kaum vorstellen können. Ein typisches Beispiel ist Afrika, wo das Christentum seit 1970 seinen Anteil an der Bevölkerung verdreifacht hat. Ist überhaupt ein interessantes Thema für sich. In Afrika ist innerhalb der letzten 100 Jahre der Anteil der Animisten im Land von 80% auf 15% geschrumpft. Das haben sich alle Muslime und Christen aufgeteilt. Heute sind 80% der Einwohner Afrikas Muslime oder Christen. Und Sie wissen das sicher, wo immer in Nigeria, Sudan oder wo immer die Grenzziehung geht, der Bevölkerungsmehrheiten so oder so, herrschen bürgerkriegsähnliche Grundsätze. Viertens, Länder, die in der Vergangenheit kolonisiert waren, suchen in der Wiederbelebung und Förderung angestammter religiöser Traditionen gegen die Religion der Kolonialherren, eben dem Christentum, eine neue Chance der Unterstützung. In Indien besinnt man sich auf den Hinduismus, in Indonesien auf den Islam, in Sri Lanka auf den Buddhismus, in Nepal auf den Buddhismus und das im Regelfall gegen Christentum und Islam, den beiden Ländern, die nun mal geschichtlich die meisten Kolonialstaaten hervorgebracht haben. Fünftens, es gibt in vielen Ländern eine zunehmende Verknüpfung von Nationalismus und Religion, die zur Unterdrückung unterwünschter Religionen führt. Indien, Indonesien, Bangladesch, Pakistan, Türkei, man könnte viele Beispiele nennen. Ein Türke ist eben ein Muslim, ein Inder ist eben gefälligst ein Hindu und alle anderen haben da nichts verloren. Umso wichtiger, dass wir immer wieder betonen, dass dem nicht so ist, auch für uns Christen wichtig, immer wieder zu betonen, ich weiß, dass das eine sehr kritische Sache hier auch in unserem Land ist, die ganze Diskussion, aber immer wieder zu betonen, auch wir Christen haben die Länder, in denen wir mehrheitlich leben, nicht gepachtet. Sie sind nicht unsere und die anderen haben gefälligst hinzugehen, wo das Unkraut wächst, ja? Sondern der Staat besteht aus allen Menschen, die da leben, aus den Christen, die wirklich glauben, aus den Christen, die nur so dazugehören und selbstverständlich allen anderen Ebenbildern Gottes im selben Staat, mit denen wir friedlich zusammenleben wollen. Sechstens, das Christentum und manche seiner Gruppen werden an vielen Stellen als unerwünschte Stimmen für Menschenrechte und Demokratie gewertet. Gehen Sie mal in manche Länder, da werden Sie feststellen, die wissen sehr genau, dass fast alle christlichen Länder Demokratien sind und umgekehrt. Und empfinden die christlichen Kirchen als vor Ort als ungebetene Vorboten der Demokratie. Die armen Kirchen wissen von gar nichts, die können gar nicht genau beschreiben, was eine Demokratie eigentlich ist, werden aber dafür in Haft genommen. Das Christentum hat erfreulicherweise in den letzten Jahrzehnten eine immer stärkere Entwicklung hin zur Friedlichkeit gemacht.
Dass die Päpste mal Kriege geführt haben, ist nur noch eine Erinnerung grauer Geschichte. Ja, wir wissen heute, dass von wenigen Situationen abgesehen, die zu Ende gehen, Stichwort Nordirland noch einmal, die Christenheit, insbesondere die Kirchen selber, sich glücklicherweise aus staatlicher Gewalt immer mehr heraushalten und immer weniger den Staat missbrauchen, um ihre eigenen Glauben zu fördern. Der katholischen Kirche fällt das in Lateinamerika ungeheuer schwer, einen ganzen Kontinent aufzugeben, aber sie tut es. Sie gibt ihn frei für andere Religionen. Sie liebt das nicht besonders, aber sie setzt nicht mehr, wie sie das früher konnte, die Staaten, selbst die Staaten nicht mehr ein, wo die katholische Religion immer noch Staatsreligion ist. Sie gibt den Menschen die Freiheit und das also an dieser Stelle ganz wichtig. Und das führt jetzt zu einem sehr unangenehmen Effekt, dass Anhänger von Religionen, die bereit sind, Gewalt anzuwenden gegen andere Religionen, zunehmend in den christlichen Kirchen leichte Beute finden. Verstehen Sie, wenn Sie mal in den Irak gehen, Experten haben das vorhergesagt, dass die Amerikaner da nicht gewinnen können, das wusste jeder vorher. Dass die Islamisten, die Fundamentalisten nicht gewinnen können, wusste auch jeder vorher. Gegen die Amerikaner kann man nicht gewinnen. Ja? Es war klar, dass da irgendwo ein Patt entsteht. Und wenn man jetzt trotzdem irgendwie gewinnen will, was macht man? Man nimmt sich eben die christlichen Minderheiten. Warum? Bei denen braucht man keine Angst zu haben, dass die zurückschießen. Man hätte vielleicht noch Angst gehabt, wenn die Amerikaner gedroht hätten und gesagt hätten, wenn er die antastet, dann kommen wir mit 10-mal so vielen Leuten zurück. Aber das war nun mal nicht. Vor den Amerikanern hat man Angst, aber vor einer syrisch-orthodoxen Kirche bestimmt nicht. Und wer solche Geschichten gehört hat, Bilder gesehen hat, wenn dann also hochbewaffnete Leute ein Dorf überfallen haben und der Priester geht singend mit einem Kreuz ihnen entgegen, der weiß, die sind leichte Beute. Da spricht sich mehr und mehr zurück. Die Christen, von ihrem Selbstverständnis her, verlassen sich für ihre Freiheit auf die staatliche Gewalt. Und zu Recht. Sie sagen, ihre Freiheit, Gewalt anwenden kann und darf nur der Staat. Und wenn ihre Freiheit angetastet wird, dann muss es der Staat tun. Da, wo der Staat das aber nicht tut, wissen Menschen, sie haben eigentlich freies Feld. Ja? Und das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass das Thema Christenverfolgung, auch wenn es ureigenstes Thema erstmal der Kirchen selber ist, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit, gerade auch in christlich geprägten Ländern eine Aufgabe der Politik ist. Denn hier ist die Trennung von Kirche und Staat durchgesetzt. Und die beinhaltet, dass sobald Verletzung von Religionsfreiheit mit Gewalt verbunden ist, nur der Staat das Recht hat, die Täter zu bestrafen oder daran zu hindern, nicht die Religionsfreiheiten selbst. Wenn wir weltweit uns dafür einsetzen würden, dass die Christen ihre Verteidigung wieder selbst in die Hand nehmen, dann würden wir noch viel mehr Blut erleben und es würde alles noch schlimmer. Aus Überzeugung tun wir das nicht, aber dann müssen wir uns darauf verlassen können, dass der Staat seine Aufgabe wahrnimmt, nicht weil wir Christen sind, nicht weil er nur einschreiten soll, wenn die Menschenrechte von Christen verletzt werden, sondern weil wir Menschen, weil wir Bürger sind und wie alle anderen ein Recht darauf haben, dass wir unsere innerste Glaubensüberzeugung haben dürfen, leben dürfen und in der Öffentlichkeit darstellen dürfen. Ich danke Ihnen. Lieber Herr Professor Schirmacher, herzlichen Dank. Ich glaube, Sie haben uns noch mal sehr umfassend in die Problematik, aber auch in die Veränderung hineingeführt. Ich glaube, vor allem ist jedem von uns nun noch mal klar geworden, dass wir es eben hier nicht mit einem geschichtlichen Phänomen aus der Zeit von Kaiser Nero oder einer anderen historischen Phase zu tun haben, sondern einem sehr realen Gegenwartsproblem, das uns alle ganz enorm umtreibt. Ich fand auch wichtig, dass Sie gerade am Schluss noch mal betont haben, dass das Thema Christenverfolgung natürlich auch, aber eben nicht nur ein Thema der Kirchen ist, sondern natürlich auch der Politik und diejenigen, die sich in gesellschaftliche Verantwortung hineinbegeben haben.
Und insofern freuen wir uns sehr, dass wir einen kleinen Beitrag auch mit dem heutigen Bundestag leisten können, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu richten. Wenn ich das Stichwort Kirche sage, dann freue ich mich auch, den Auslandsbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßen zu können. Lieber Bischof Martin Schindehütte, herzlich willkommen beim Evangelischen Arbeitskreis der CDU-CSU. Der Auslandsbischof der EKD wird ja heute Abend noch beim Theologischen Abendgespräch mit uns in die Diskussion kommen. Aber damit ist das entscheidende Stichwort schon gesagt. Auch jetzt wollen wir Ihnen natürlich die Möglichkeit zur Nachfrage, zur Diskussion geben. Sie sehen, wir haben auch zwei Saalmikros aufgebaut. Und ich darf deshalb fragen, wer Nachfragen, Anmerkungen oder einen Diskussionsbeitrag hat, damit Herr Schirmacher es aufnehmen kann. Ich sehe hier die erste Wortmeldung. Bitte schön, Herr Utter. Professor Schirmacher, Sie haben die Situation analysiert, wie wir sie vorfinden. Mich würde jetzt noch praktisch als Ergänzung interessieren, was kann man tun, um Religionsfreiheit zu fördern? Also wie gelingt es in Staaten, in denen es bisher keine Religionsfreiheit gibt, sie voranzubringen? Was kann man dort vor Ort tun? Was können wir tun? Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir ruhig, wenn Sie einverstanden sind, 2, 3 sammeln. Sie hatten sich als Nächste gemeldet, die Dame. Katharina Töpfer, Heidelberg. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden, besonders in nördlichen Gebieten von Kasachstan, in Städten und auf dem Lande ganz viele Klöster, katholische, mit katholischer Unterstützung. Viele Gebetshäuser oder wie man gesagt hat, Gotteshäuser, evangelische Richtung, freie evangelische Kirche sowie Baptistengemeinden, auch lutheranische. Pfarrer kamen, sehr viele auch aus Deutschland, weil da auch sehr viele deutschsprachige Siedlungen waren. Das war eine sehr, sehr große Unterstützung damals für die Leute, die später auch nach Deutschland kamen oder auch nicht nach Deutschland kamen. Und dafür danke ich erstmal, weil ich selbst dann in Heidelberg zu meiner evangelischen Kapellengemeinde kam. Das war der Beginn eines wirklichen Glaubensbekenntnisses. Wir kannten ja nur Weihnachten und Pfingsten. Pfingsten sowieso nicht, Ostern. Das waren zwei Tatsachen. Die anderen christlichen Feiertage, sage ich ganz offen, sogar Advent, habe ich erst in Deutschland so mehr kennengelernt. So, und deswegen kann es sein vielleicht, dass dieser Wachstum, auch was Moschees anbelangt, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ganz drastisch zugenommen hat. Die Leute haben das gebraucht. Das ist meine Meinung. Danke. Ja, vielen Dank aus Ihrem eigenen Erleben, haben Sie uns berichtet. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung, Henning Aretz. Herr Professor Schirmacher, Sie haben zweimal erwähnt und uns Mut damit gemacht, dass die christlichen Kirchen, die besonders verfolgt werden, besonders rasant wachsen. Ich möchte Sie bitten, das noch ein bisschen zu erläutern. Denn es wird ja wohl leider auch Gegenbeispiele geben. Wir haben vorhin im Vortrag von Herrn Fellenberg einen Hinweis gehört, dass, den er gerade heute zitierte, dass es um christliche Gemeinschaften im arabischen Raum im Laufe der letzten Jahrzehnte genau andersrum gelaufen ist, dass dort die Gemeinschaften kleiner werden. Und das Beispiel Irak, das ist ja nun schon von mehreren heute erwähnt worden, auch da erleben wir das, dass vielleicht für immer christliche Gemeinschaften sogar verschwinden. Deswegen die Frage, in welchen Ländern ist dieser ermutigende Befund gültig, dass verfolgte Kirchen oder Kirchen in Ländern ohne Religionsfreiheit wachsen und wo ist der Befund leider negativ? Ja, vielen Dank, Herr Professor Schirmacher.
Ich fange mal hinten an, da kann ich mich dann noch am besten erinnern. Also wenn Sie, was ich gesagt habe, war natürlich eigentlich das Gegenteil. Ich habe gesagt, in Ländern, in denen es keine Religionsfreiheit gibt, wachsen die Kirchen am schnellsten. Ja? Ob das der Grund dafür ist, da steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ich bin ja Theologe und ich bin Religionssoziologe. Als Theologe weiß ich immer, wie es sein soll und als Religionssoziologe weiß ich, wie es ist. Ja? Ist immer ganz praktisch. So. Wenn ich mal kurz den Theologen einblende, es gibt das berühmte Gleichnis von Jesus und dem vierfachen Ackerfeld. Der Same wird gestreut und bei einigen bewirkt er gar nichts, bei anderen fängt er viel Frucht. Das Interessante ist, Jesus nennt zwei Gründe, zwei Arten von Feldern, in denen der Same zunächst mal auf Interesse stößt und dann doch irgendwie keine Frucht bringt. Er sagt zum einen die Dornen, ja, und die Verfolgung in dieser Welt. Und er nennt zum Zweiten den Reichtum. Ja? Und ich glaube, dass Bedrückung des Glaubens für Kirchen so gefährlich sein können wie Reichtum. Ich sage allerdings offen, ich kann in der Geschichte nicht erkennen, dass man das im Voraus sehen könnte. Wer hätte gedacht, weil Sie sagten, es gibt sicher Gegenbeispiele, wir leben ja mitten in einem. Ja? Nach 40 Jahren DDR und Bundesrepublik hatte sich der Glaube in der Bundesrepublik, ich will nicht gerade sagen, gut erhalten, aber doch erstaunlich gut gehalten. Er war in der DDR über weite Strecken verloren gegangen. Ja? Normalerweise hätte man gesagt, das hätte ja eigentlich andersrum sein müssen. Der Kapitalismus hat ja auch genügend Beispiele in der Geschichte gegeben, der hätte uns alle das austreiben sollen. Ja? Und der Mut, also das ist schwierige Geschichte. Ich glaube, dass Verfolgung auf der einen Seite Gemeinden stärken kann, das ist gar keine Frage, aber man darf bitte auch nicht vergessen, dass es viele, viele, viele gibt, die wegen der Verfolgung dem christlichen Glauben den Rücken kehren. Und wir haben die historischen Beispiele im Nahen Osten, in weiten Teilen der islamischen Welt, wo Kirchen nicht überlebt haben, nicht weil sie unmittelbar verfolgt wurden, sondern teilweise nur, weil sie viel Steuern zahlen mussten. Wo man sagen würde, das müsste ja überzeugten Christen, der ärgert sie leicht viel ein bisschen, aber weil er 3% zahlen muss, mehr Steuern als andere, deswegen muss er ja nicht gleich seinen Glauben aufgeben. Ja, das allein hat in vielen islamischen Gebieten erreicht, damit es dann nach einer Zeit gar keine Kirchen mehr gab. Ja, also da würde ich mich ungern darauf verlassen, dass wir hier in Deutschland eine, wie die Christen das nennen, Erweckung erleben, wenn wir nur mal, das Dritte Reich ist auch ein schönes Beispiel, ja, es hat auch nicht gerade eine Erweckung ausgelöst. Danach, unter dem Schock und so weiter, gab es dann also manches. Ich gehe mal rückwärts. Sowjetunion, ja, es ist richtig, direkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat es, ich nehme mal nur die islamischen Nachfolgerepubliken, große religiöse Aufbrüche gegeben. Ich habe gerade eine Dissertation gelesen von einem Doktoranden von mir, der das also für Kasachstan beschreibt, wie nicht nur die christlichen Kirchen wie Pilze aus dem Boden wuchsen, sondern auch Moscheen. Ich glaube, dass das aber weniger mit dem Zusammenbruch des Kommunismus alleine zu tun hat, sondern eher damit, dass sich die berühmte Säkularismus-These, dass die Welt, je moderner sie wird, desto unreligiöser wird sie, längst widerlegt hat. Aufgestellt hat die unter anderem 1971 Peter Berger, Religionssoziologe, einer meiner Lehrer. Der hat sie bereits 1985 widerrufen. Das ist schon 25 Jahre her, hat er gesagt, das stimmt alles hinten und vorne nicht. Damals hat man noch gedacht, wenn die arabischen Staaten nur genügend Öl haben, dann interessieren die sich irgendwann nicht mehr für den Islam und so weiter und so weiter. Die neuesten Zahlen, die es weltweit für die Religionen gibt, wenn man der Frage nachgeht, wie viele echte Atheisten gibt es, die also wirklich keiner Religionsgemeinschaft angehören, und die wirklich glauben, da ist nichts. Die Zahl liegt derzeit bei 147 Millionen, so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Zeitalter des Atheismus ist einfach vorbei. Hier in unseren Ländern merkt man das noch nicht so ganz. Und in den Medien und in der Wissenschaft hält sich der Atheismus tapfer. Aber so aufs Ganze gesehen, sagt die Religionssoziologie, der Atheismus ist eigentlich eine Eingenerationenerscheinung. Leute verlassen die Religion, die nächste Generation sucht sich eine andere
oder dieselbe Religion in einer ganz anderen Form. Und das ist eine Entwicklung, die haben wir auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die zum Teil heute religiöser sind als zu Zeiten, als sie von der Sowjetunion gekapert wurden. Ja? Und ich glaube, das ist einfach insgesamt der Trend. China hat eigene Zahlen veröffentlicht, die Regierung, in denen sie sagen, 47% der Bevölkerung bezeichnen sich als hochreligiös, alle möglichen Religionen. 47%. Ja? Und kein Land hat versucht, massiver die Religionen aus der Gesellschaft verschwinden zu lassen. Und das also so. Und letztens, wie Religionsfreiheit fördern. Nun gibt es natürlich eine Frage, wie können das Einzelne machen, wie können das Kirchen machen, wie können das, ich bleibe mal bei der Politik. Ich glaube, da ist das ganz ähnlich wie bei der Entwicklungshilfe. Wir brauchen auf der einen Seite schnelle Eingreiftruppen. Und zwar insbesondere für die Fälle mit hoher Gewalt, mit vielen Toten, wo jede Minute zählt. Ich habe Indonesien, ich habe Indien genannt. Da sind Situationen, da geht es schlicht und einfach darum, ob Regierungen demokratischer Länder protestieren oder nicht. Also wenn jetzt in Afghanistan die Regierung plötzlich fordert, Konvertiten vom Islam zum Christentum sollten umgebracht werden, ja, da ist ein unmittelbares Eingreifen erforderlich und da müssen die Länder, die im Moment helfen, das Land aufzubauen, die müssen sagen, also so haben wir bitte nicht gewettet. Ja? Dass wir hier die Drecksarbeit erledigen dürfen, damit ihr dann hinterher das, was die Taliban früher gemacht haben, umso fröhlicher selber macht. Ja? Das ist auch schon einige Male in Afghanistan geschehen und das ist für mich auch kein fremder Eingriff, sondern muss einfach deutlich machen, das ist ein selbstverständlicher Bestandteil der Menschenrechte. Wir ziehen das nicht heimlich raus, sondern das gehört genauso dazu, wie wir nicht wollen, dass die afghanische Regierung Foltern wieder als normalen Bestandteil des Justizsystems einführt. Und wir auch Einspruch erheben würden und sagen, dafür ist die Bundeswehr nicht in Afghanistan, dass Foltern und sowas wieder eingeführt wird. Das Zweite ist ein viel größeres Problem, wenn man längerfristig etwas machen will. Und ich rede jetzt mal nicht als Theologe, sondern eben auf der politischen Seite, dann gibt es eigentlich nur eine Marschrichtung und die heißt, dafür zu sorgen, dass mehr Länder zu Demokratien werden. Weil das ist einfach die historische Erfahrung. Ohne das Gesamtpaket von Freiheit kriegen die Menschen auch keine Freiheit für die Religion. Also ein Rezept, Saudi-Arabien etwa dazu zu zwingen, Christen besser zu behandeln, solange das ganze Rechtssystem insgesamt so im Argen liegt, dürfte sehr, sehr schwierig sein. Ja? Und das ist die problematischste Sache dabei. Wo wir sehr viel Erfolg haben, ist bei, ich nenne es immer, halbdemokratische Länder. Also Länder, die prinzipiell als Demokratien aufgebaut sind, aber bestimmte Bereiche davon ausnehmen, wie beispielsweise Türkei. Da ist unser Einfluss größer, als wir denken. Also wenn Sie überlegen, wie bekannt der Herr Kauder in der Türkei ist, nur weil er alle Naslagen mal der Bild-Zeitung oder irgendjemandem ein Interview gibt, dass er gegen Christenverfolgung ist. Das wird in Ägypten, in der Türkei, in Indonesien, in diesen ganzen Ländern ungeheuer registriert, wenn das Thema der Politik wird, ohne dass er im Moment ja konkret irgendwas tun kann. Er ist ja Fraktionsvorsitzender, er ist ja nicht die Regierung. Ja? Aber die reine Tatsache, dass es angesprochen wird, macht diese Länder nervös und verhindert Schlimmeres. Ja, vielen Dank. Ich darf jetzt zunächst begrüßen Günter Noke, den Afrika-Beauftragten der Bundesregierung, der inzwischen eingetroffen ist. Lieber Günter, herzlich willkommen beim Evangelischen Arbeitskreis und selbstverständlich kannst du auch hier vorne Platz nehmen. Da ist ein Stuhl. Nicht weit entfernt ist auch Thorsten Alsleben, der heute Abend der Moderator unseres theologischen Abendgesprächs ist. Herzlich willkommen. Jetzt habe ich drei oder vier Wortmeldungen. Das erste waren Sie hier, Herr Dr. Herrmann. Vielen Dank, Christian Herrmann aus Tübingen. Also ich kenne Bruder Schirmacher ganz gut. Genau, also zwei Fragen hätte ich. Das eine ist also eine theologische Frage, nämlich ob Religionsfreiheit auch etwas zu tun hat mit dem Glaubensverständnis. Also ich würde es bejahen, gerade aus evangelischer Sicht, dass Glaube ja eine Herzensangelegenheit ist, eben in einer Dimension, einer wesentlichen Dimension mit Vertrauen zu tun hat, das ist etwas, was man nicht erzwingen kann. Und von daher man eben auch nicht zum Beispiel Menschen zum Christentum zwingen kann, auch wenn das in der Kirchengeschichte versucht wurde, aber erfolglos.
Und wie ist das beim Islam? Ihre Frau ist ja Islamwissenschaftlerin, Sie werden ja auch einiges wissen zum Islam. Also die Frage, ist es von der islamischen Theologie her, vom Glaubensverständnis des Islam überhaupt möglich, Religionsfreiheit zu gewähren? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist die, ob es so ist, dass vom christlichen Menschenbild her, also jetzt auch von einer christlichen Politik her, wie sie die CDU ja betreiben will, sich nahelegt, gerade von diesem partikular religiösen Ansatz her, also von einer bestimmten Religion her, für Religionsfreiheit zu sein, vom christlichen Menschenbild, dass man sagt, alle Menschen sind Gottes Ebenbild. Und weil es ja auch den entgegengesetzten Vorwurf gibt bei Karl Barth, der christliche Politik nicht will und sagt, das ist nicht möglich, oder heute, wo man Religionsfreiheit oft als Freiheit von Religion eben versteht, also man muss den Staat und die Gesellschaft schützen vor Religion. Und was können wir als CDU dagegen sagen? Ja, weil uns das ja vorgeworfen wird, ihr wollt quasi die Leute alle zu Christen machen über die Politik, und wie können wir das einordnen? Vielen Dank. Herr Dr. Göckmann, bitte. Ans Mikro, bitte. Hinten ist das nicht zu verstehen, Herr Dr. Göckmann. Also, ich bin Laie aus der Evangelischen Kirche von Westfalen und wohne in der Nähe von Haus Felix in Schwerte. Als Laie haben mich Ihre Überzeugungen, Ihre Vortragungen sehr überzeugt. Und da Sie zu diesen Fragen so viel Erfahrung haben, habe ich die Frage, wie haben Sie die Hoffnung, etwas auf unserem schwierigen Weg, wir haben heute von Frau Merkel schon vom schwierigen Weg gehört, wie, ob Sie Hoffnung haben, auf diesem schwierigen Weg in Europa und in Deutschland auch dadurch etwas voranzukommen, etwas, dass sich mehr Christen an unserer Gesellschaft überhaupt beteiligen. Das ist meine Frage, wie Sie die Beteiligung der Laien in Deutschland und in Europa beurteilen und was Sie uns für Hoffnung geben. Für mich ist die ständige Lektüre von der evangelischen Verantwortung immer eine Freude und eine Hoffnung. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Göckmann. Jetzt habe ich hier eine Wortmeldung gesehen. Bitte schön. Bitte. Ich bin Pastor im Ruhestand auf der Insel Rügen. Ich frage mich einfach, auch selbstkritisch, was tun wir in den Gottesdiensten, in der Fürbitte für verfolgte Christen? Ich lese auch viele Zeitschriften, Stimme der Märtyrer oder Open Doors und so weiter, die andere Statistiken bringen als nur 200 Millionen Christen, sondern das stelle ich jetzt einfach nochmal daneben gegen diese Zahlen, dass doch oft gesagt wird, es sind wir die Ausnahme hier und es sind 3/4 aller Christen Benachteiligte. Ich weiß, dass wir vom Evangelium her keinen Anspruch darauf haben, ohne Leid zu sein, dass Jesus das ganz klar sagt, aber ich möchte wirklich mal fragen, wo ist der Aufschrei, wenn Brüder verfolgt und blutig verfolgt werden, und wo ist auch unter unseren Politikern etwas davon zu merken? Nun ja, die geschäftlichen Dinge, die Wirtschaft und das andere spielt eine große Rolle, politische Rücksichten noch und noch, aber ich weiß nicht, treten wir wirklich genug ein für diese leidenden Brüder und Schwestern, sowohl in den einzelnen Gemeinden als auch eben auf der politischen Ebene. Vielen Dank. Wenn Sie sich einfach schon mal hinstellen, aber wir würden mit Ihnen dann die nächste Runde eröffnen. Und jetzt kommt Herr Schirmacher erstmal dran. Also zunächst mal zur ersten Frage Glaubensverständnis. Das hat ja sehr viel auch mit der Frage Mission zu tun. Wie wird Glaube vermittelt? Und das ist für die Religionsfreiheit ein ganz zentrales Thema. Auf der einen Seite ist Mission selbstverständlicher Bestandteil der Religionsfreiheit. Unser Grundgesetz sagt das deutlich, die öffentliche Darstellung und das öffentliche Ausbreiten des eigenen Glaubens gehört dazu. Religionsfreiheit ist nicht nur, dass man unter der Dusche christliche Lieder singen darf, sondern
Andererseits, aus dem Christlichen selbstverständlich, ist es ganz zentral, immer wieder deutlich zu machen, wo Mission auch eine Grenze hat. Ich komme aus der evangelikalen Tradition und da hat man sich lange damit schwer getan. Man hat gesagt, Jesus hat uns beauftragt und das hat uns keiner zu verbieten. Wie sagte Petrus schon so schön, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist aber nicht biblisch. Denn der Staat hat ja zum Beispiel die Aufgabe, Gewalt zu wehren. Also wenn ich in der Mission Gewalt anwende, dann hat der Staat mich daran zu hindern, ob ich nur Christ bin oder nicht. Ja? Nun gibt es inzwischen zwischen der katholischen Kirche, Vatikan, dem Weltkirchenrat und der weltweiten Allianz seit 2 Jahren eine Kommission, die einen Ethikkodex für Missionen erarbeitet und die deutlich machen will, für uns endet die Religionsfreiheit an dem Punkt, wo wir nicht mehr auf die freiwillige Entscheidung der Menschen setzen. Und das Interessante war für mich, als wir uns dann so das erste Mal berochen haben und über das Thema gesprochen haben, gesagt haben, wie ist das denn jetzt nun? Wir sind ja eigentlich einig, dass man Menschen nicht unter Drogen setzt, damit die Religion wechseln oder dafür bezahlt oder sie zwingt oder sozialen Druck erzeugt oder ein christlicher General davon erwartet, dass alle seine Soldaten christlich sind. Sowas gibt es in Afrika und so. Wir sind ja, und wir waren ganz schnell an dem Punkt, und das hat eben mit dem Glaubensbekenntnis zu tun, eine erzwungene Bekehrung ist gar keine Bekehrung. Wir sagen nicht nur, es ist verboten, es ist falsch. Wir haben nicht nur Verständnis, wenn der Staat eingreift, wenn Religion eine bestimmte Grenze überschreitet, die die Menschenwürde anderer nicht mehr respektiert. Ja? Sondern aus christlicher Sicht sind wir überzeugt, also wenn morgen ganz Deutschland betet, und sie beten zu Jesus Christus und sie tun das nur gezwungenermaßen, zum Beispiel, weil sie Hartz IV nur noch bekommen, wenn sie das tun, ja, dann sind es keine Christen geworden. Dann sind sie das geworden, was man in der Missionsgeschichte Reichschristen nannten, die so lange was zu essen kriegten und man dachte, also als Christ kriegt man was, ja, so lange sind die eben Christen gewesen. Das ist natürlich eine Herausforderung für ein ganz spezielles Verständnis von Glauben im Christentum, das es so in anderen Religionen nicht gibt. Das muss man ganz nüchtern sehen. Ja? Und natürlich mit ein Grund, warum das Christentum, dem Christentum es so vergleichsweise leicht fällt, zu akzeptieren, dass Menschen, selbst wenn sie ganz strenge, konservative Christen sind und davon überzeugt sind, der andere hat nicht die Wahrheit, der andere liegt vollkommen falsch damit, sie trotzdem akzeptieren können, dass es nicht ihr Recht ist, ihn zu zwingen, das zu ändern, sondern dass letztendlich eine Sache zwischen ihm und Gott ist. Und nicht zwischen ihnen und uns und auch nicht zwischen ihm und dem Staat, der da auch nicht sehr nützlich bei ist. Kann man das in den Islam rüberbringen? Nun, mit dieser Argumentation nicht, weil der Islam ein ganz anderes Verständnis hat, der den Begriff Glauben als solches ja nicht kennt, sondern von der Unterwerfung her denkt. Ich sage, der ist jetzt nicht kritisch, im Sinne, dass Unterwerfung an sich was Schlechteres wäre, sondern das ist die Frage, die gestellt wird, unterwirfst du dich Gott? Tust du das? Ist das sehr respektabel, selbst wenn, wenn ein Christ sich Gott unterwirft, dann kann ein Muslim dafür großen Respekt entwickeln. Das ist eine völlig andere Größenordnung. Das heißt aber bitte nicht, dass der Islam mit Religionsfreiheit im säkularen Sinne unvereinbar wäre. Ich habe mich schon häufig mit islamischen Führern getroffen. Wir hatten in Istanbul vor kurzem ein Treffen mit islamischen Führern und christlichen Wissenschaftlern. Das Problem ist, die Leute, die für Religionsfreiheit eintreten, da waren etwa 11 Korangelehrte dabei, die zutiefst davon überzeugt waren, dass sie aus den Überlieferungen Mohammeds genügend Belege haben, dass Mohammed selbst akzeptiert hat, dass seine Anhänger zum Christentum zurückgekehrt sind. Es gibt da berühmte Beispiele, wo also welche ihm nachgefolgt sind und dann entschieden haben, sie wollen doch wieder zum Christentum, zum Judentum zurück und er hat ihnen den Segen gewünscht, für uns Christen zu beurteilen, ob die echt sind, ist natürlich sehr schwierig, das müssen wir den muslimischen Theologen überlassen, aber damit argumentieren die und sagen, selbstverständlich darf man den Islam verlassen. Und sie argumentieren damit, dass dieser Gedanke, dass der Islam mit dem Staat alle anderen Religionen an ihrer Existenz zu hindern hat, ein vergleichsweise neuer Gedanke in der Geschichte ist. Die kommen eben nur nicht durch. Die theologische Entwicklung, also im Islam ist unsere Problematik überwiegend, dass es vergleichsweise leicht ist, Juristen, Politiker, alle möglichen für Demokratie zu gewinnen.
und dass es am schwierigsten ist, die Theologen zu gewinnen, die im Moment den Ton angeben. Ich sage mal, die Karl Barths der islamischen Theologie. Ja? Die sind alle auf einer ganz anderen Marschrichtung. Die gehören überwiegend der fundamentalistischen Richtung an. Ja? Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ob Theologie falsch oder richtig ist, sei mal dahingestellt, weil es gibt ja nur sehr unterschiedliche, dass oft unterschätzt wird, was Theologie für eine Macht darstellt. Ich sage nochmal, das Zweite Vatikanische Konzil erklärt, ja, Religionsfreiheit, Menschenrechte, Demokratie, alles kein Problem. 25 Jahre später sind 18 katholische Länder Demokratien geworden. Ich behaupte nicht so einlinig, ja, so kam es. Aber nichtsdestotrotz, die Theologie hat da eine gewaltige Veränderung bewirkt und ausgerechnet in der hapert es im Moment in der islamischen Welt. Aber, lasse mich gleich dazu sagen, da sind wir schon beim nächsten CDU. Meine Erfahrung ist weltweit, überzeugte religiöse Menschen, die für Religionsfreiheit eintreten, sind die einzigen, die überzeugten religiösen Menschen anderer Religionen die Religionsfreiheit schmackhaft machen können. Ja? Atheisten, die versuchen, islamische Fundamentalisten von Religionsfreiheit zu überzeugen, die kriegen nur entgegengehalten, ach, ihr wollt das so wie in China und früher in der Sowjetunion und so weiter und so weiter, gegen Religion. Ja? Und ich weiß auch, dass es in der Türkei, Volker Kauder hat ja vor kurzem dazu aufgefordert, weil er gerade in der Türkei war, dass türkische Bürger, die hier leben, in die Türkei zurückmelden sollen, was sie die Religionsfreiheit hier genießen. Und ich weiß, dass das tatsächlich geschieht und dass das ein sehr überzeugendes Argument ist, wenn Menschen, die religiös sind, erklären, dass sie ihre Religion viel freier, viel ungezwungener, viel selbstverständlicher leben können, ohne staatlichen Zwang, als anders. Also insofern glaube ich auch, dass die CDU da gegenüber Ländern, die stark religiös geprägt sind, eine ganz besondere Aufgabe hat, weil sie sagen kann, wir sagen das nicht gegen Religion, wir sagen das nicht, weil wir den Gedanken an Gott verdrängen wollen, sondern wir sagen es als Menschen, die einen Glauben haben. Hier war jetzt noch eine ganze Menge. Die Zahlen. Sie haben gesagt, 200 Millionen Christen und bei Open Doors lesen Sie ganz andere Zahlen. Die beiden Herren von Open Doors sind ja hier, die werden das bestätigen können. Open Doors hat im Moment niedrigere Zahlen. Ja? Nicht 200, sondern 100 Millionen, allerdings nicht 100 Millionen, also ich habe gesagt, 200 Millionen leben in Ländern, wo es keine Religionsfreiheit gibt. Das ist eine Zahl von geschätzten Menschen, die das unmittelbar im Alltag spüren. Das sind 100 Millionen. Ja? Also ich kenne niemanden, der im Moment sagen würde, dass ich sag mal, von den 2 Milliarden Christen 1 Milliarde unmittelbar unter Bedrängung lebt. Die Zahlen, die sind inzwischen, ist ja 1999, waren wir noch bei manchen am Schwimmen, aber die Zahlen werden mit jeder neuen Untersuchung, werden die fester. Und das ist so in etwa der Bereich, in dem wir uns bewegen. Je nachdem, ob Sie einfach wissen wollen, wer ist de facto, sagen wir mal, juristisch davon betroffen und wer erlebt davon effektiv was, auch konkret in seinem Alltag. Die Zahl ist natürlich auch viel, viel schwerer zu erheben, weil man dazu auch genau sagen muss, was meint man denn damit, was ihm passiert. Ganz richtig natürlich, es muss was getan werden. Allerdings möchte ich Ihnen auch sagen, als jemand, der mit dem Thema schon beruflich lange, lange, lange zu tun hat, es ist noch nie so viel getan worden wie im Moment. Und dabei ist die CDU momentan, also nicht, weil ich jetzt hier eingeladen bin oder was dafür kriege, die CDU ist im Moment weltweit führend dabei. Ich kenne keine politische Partei weltweit, die das Thema verfolgte Christen derartig zum Thema gemacht hat. 1999 geht es los, das erste Mal, dass ein Parlament, ein Bundesparlament über Christenverfolgung diskutiert, zwar nur eine Aktuelle Stunde, aber immerhin. Es hat Erklärungen des Bundestages gegeben zu dieser Thematik, eine neue wird gerade vorbereitet. Es hat hochrangige Politiker gegeben, Kauder habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, die sich dezidiert dazu ausgesprochen haben und die ja nicht nur als Privatpersonen sagen, also abends, wenn ich zu Hause bin, setze ich mich auch mal für feucht, sondern er sagt das als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU. Das hat er auch in seiner Türkei-Reise, die er dank des Rücktritts von Köhler dann abbrechen musste, aber auch sehr deutlich rübergebracht,
dass er in dieser Funktion, unsere Bundeskanzlerin hat so ihre ganz eigene Art, wenn sie in China oder solchen Ländern ist, das Thema anzusprechen. Und Herr Noke ist hier, der hat als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung auf diesem Gebiet Enormes geleistet und das Thema in den Mittelpunkt gestellt. Also ich glaube, man kann noch viel mehr tun, aber die CDU ist da wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, auch auf einem guten Weg, das zu vermitteln. Natürlich geht es um uns, um Menschenrechte für alle Menschen, aber im Moment ist die Problematik in diesem Bereich am allerdringendsten. Das heißt, wir haben natürlich auch offene Türen für die Bahai, die etwa hier für Deutschland auch in Berlin ein Büro haben und die ganz fürchterliche Dinge erleben. Das wollen wir also in keiner Weise irgendwie schönreden oder sagen, das wäre weniger schlimm. Aber dieses Thema muss weiter gefördert werden. Der evangelische Arbeitskreis widmet sich diesem Thema ja auch nicht zum ersten Mal, hat das in der Zeitschrift immer wieder aufgegriffen, hat die Bundestag diese Resolution. Und ich möchte noch mal sagen, das bleibt nicht wirkungslos. Ja? Es bringt viele andere Dinge in Bewegung, wissenschaftliche Untersuchungen, Sie haben ja meine eigene Geschichte gehört, weil plötzlich die Notwendigkeit besteht, weil plötzlich Zahlen auch ganz ernsthaft verwendet werden. Menschenrechtler in Ländern, wir haben hier einen Herrn aus der Türkei, der noch sprechen wird, plötzlich Menschen in diesen Ländern werden dank des politischen Aufbruchs plötzlich angefragt, werden offen, ganz anders darüber zu reden, nicht nur in Kirchen, das war immer schon gut organisiert, dass in Kirchengemeinden Menschen berichtet haben, sondern jetzt auch in der säkularen Öffentlichkeit. Und das ist also für mich rückblickend die letzten 10 Jahre, ist es schon gigantisch, was geschieht. Es kann noch mehr passieren, denn selbstverständlich gehört Religionsfreiheit als eine der Menschenrechte genauso in den Mittelpunkt wie jedes andere Menschenrecht. Und davon kann momentan natürlich noch nicht die Rede sein. Es ist immer noch so ein Mauerblümchen. Wenn alle anderen Sachen geregelt sind, dann können wir uns ja auch noch um die Religionsfrage kümmern. Geschichtlich gesehen steht es am Ursprung der Menschenrechte. Und wenn Sie sehen, dass die Religionsfreiheit ja immer mit der Gewissensfreiheit einhergeht, dann wissen Sie, dass es für die Menschenrechtsfrage absolut grundlegend ist, ja, dass Religions- und Gewissensfreiheit gefördert wird. Ja, vielen Dank, Professor Schirmacher. Letzte Runde. Ja. Ich habe jetzt für die Abschlussrunde 4 Wortmeldungen. Sie sind der Erste. Ich kann mich kurz fassen. Dr. Oskar Völler, Heilbronn-Eppingen. Meine Frage, die ich schon länger hatte, die haben Sie zum Teil beantwortet. Wege, auf denen Einfluss genommen werden kann, Beispiele für positive Auswirkungen für einzelne verfolgte Menschen oder für Länder, in denen größere Gruppen Verfolgung erfahren. Mhm. Vielen Dank. Jetzt Hans-Thomas von Albert. Wie gesagt, Hans-Thomas von Albert von der CSU Landesverband, komme aus Bayerisch-Schwaben, aus Augsburg. Meine Frage, Herr Professor, ist die, wie wird das Christentum von Seiten des Islams gesehen? Und zwar habe ich des Öfteren Erfahrungen von Freunden aus der koptischen Christenheit, die mir berichtet haben, als auch aus dem Irak berichtet haben, erzählt, ja, ihr Christen, ihr seid ja nicht auf Augenhöhe, ihr wehrt euch ja nicht, euch kann man ja schlagen, euch kann man treten, bei euch wehrt sich ja keiner, ihr seid nicht ernstzunehmende Partner. Die Frage ist, ist das die Aussage vielfacher Einzelner? Oder wie sieht denn die Situation wirklich aus? Wird das Christentum von den Personen, die den Islam vertreten, wir reden nicht von Taliban und den Radikalen, wie werden wir aufgefasst? Reden wir auf Augenhöhe oder schauen die von oben herunter? Mhm. Vielen Dank. Jetzt darf ich Sie ans Mikro bitten. Ja, mein Name ist Joachim Löwenhofer aus der katholischen Gemeinde St. Martin Berlin-Kaulsdorf. Ich habe in der Vorwendezeit die Ökumene sehr geschätzt, nachher ließ sie etwas nach anschließend und habe aber da Kenntnis bekommen vom Weltkirchenrat, eine Kraft von 241 christlicher Kirchen in 150 Ländern in der Welt. Ist von dort eine Positionierung zu erwarten? Besteht eine? Ich möchte gerne wissen, wie die Verfolgung und Diskriminierung von Christen im 21. Jahrhundert, der schließlich kein abgeschlossener Prozess ist, sondern es geht ja weiter, also ein permanenter Prozess. Ich würde gerne wissen, wie diese Kraft hier zugegen wirkt. Danke.
Dankeschön. Jetzt haben wir hier vorne noch eine Wortmeldung. Ja, mein Name ist Elke Janura, ich komme aus Bochum. Ich habe hier gerade mal in die Einladung geschaut und dort ist ja zu lesen, Herr Professor Schirmacher, dass Sie Direktor des Internationalen Instituts für Religionsfreiheit sind, und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Kapstadt und Colombo. Da würde mich interessieren, warum haben Sie gerade diese Orte gewählt? Sind Sie von Ihnen gewählt worden oder von Vorgängern? Und wie sieht Ihre Planung für die Zukunft aus? Besteht die Möglichkeit, vielleicht auch in Asien so einen Standort einzurichten? Danke. Ja. Vielen Dank, Frau Janura. Und als Letzten darf ich Pfarrer Meißner, unseren Bundesgeschäftsführer, bitten. Ich habe eine privilegierte Position hier auf dem Podium. Ich sehe nämlich, welche Kamerateams bei Frau Merkel da waren und welche jetzt hier im Raum sind. Insofern kurz und knapp gefragt. Und vielleicht der kleine Schlenker, weil ich das ja auch berufsmäßig hier mache und auch die Medien beobachte. Man hört immer, die Parteien sollen sich gefälligst nicht nur um sich selber kümmern und um ihre Machtspielchen, sondern sie sollen mal die Sachthemen annehmen. Das ist in gewisser Weise für mich immer wieder ärgerlich und deswegen sage ich es mit einer kleinen Emotion. Aber als alter 68er, ich bin Jahrgang 68, habe ich gelernt, mutig Fragen zu stellen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Meine Frage, haben Sie den Eindruck, dass eigentlich in der deutschen Medienlandschaft für dieses Thema auch, man hat ja viele andere Themen, die man jede Woche sozusagen neu manchmal kennenlernt, haben Sie die Meinung, dass auch die Medien bei der Bewusstseinsschaffung, gerade auch die Medien in Deutschland, ihren wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir angesichts des großen Problems, was wir sozusagen hier behandeln, ja, ist das ausreichend Ihrer Meinung nach? Das ist eine Suggestivfrage. Ich wäre froh, wenn Sie sie mir beantworten. Jetzt sind Sie dran. Beispiele politisch, das ist natürlich schwierig, weil es da sehr, sehr unterschiedliche Dinge gibt. Und je nach Land und Situation, die Fachleiter natürlich am besten wissen oder auch die einheimischen Betroffenen am besten wissen, was man denn jeweils macht. Das heißt, wenn es in der Türkei Probleme gibt, dann nützt es ziemlich wenig, wenn die Regierung von Australien irgendwie Einspruch erhebt. Während wenn die deutsche Regierung was sagt, das hat natürlich, spielt eine ganz andere Rolle in dem Falle. Aber es gibt viele Beispiele dafür, nicht, dass man alle Probleme lösen kann. Wenn ich also in Iran oder Nordkorea nehme, die kann man, wenn es um Atomkraft geht, kann man die irgendwie nicht erreichen und die kann man natürlich auch nicht erreichen, wenn es um Christenverfolgung geht. Die sperren bei allen Themen und habe ich natürlich kein Rezept, wie man jetzt auf Knopfdruck plötzlich hinkriegt, dass sie ausgerechnet, wenn es um die Christen oder andere religiöse Minderheiten im Land geht, also nur einlenken. Aber es gibt viele Beispiele, wo die Politik tatsächlich etwas erreichen kann. Ein klassisches Beispiel ist Gefangenenbefreiung. Also die Bundesregierung hat ja durchaus bei Besuchen in bestimmten Ländern auch schon mal Listen hinterlassen, was an so Gefangenen bekannt ist. Vielleicht so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein, wir haben hier gehört und so. Ich kenne also ein konkretes Beispiel, wo eine Liste, die vermutlich, also man kann es sich gar nicht vorstellen, und ein paar Wochen später kam also dann entsprechend die Rückmeldung, nee, die sind auch wirklich nicht im Gefängnis. Ja? Waren zwar im Gefängnis, als die Liste übergeben wurde, aber als dann die offizielle Antwort ankam, hatte man die heimlich schnell freigelassen. Also es gibt da viele Dinge. Ich bin da zutiefst überzeugt, wenn es nicht einige Länder gäbe, die anfangen, auch auf politischem Gebiet sich für das Thema Religionsfreiheit einzusetzen, sähe es in vielen Situationen noch viel schlimmer aus. Ja? Aber da brauchten wir also einen eigenen Abend, um im Einzelnen da zu reden. Und man kann es natürlich nicht vorherberechnen, in der Politik nicht, auch in anderen Fällen nicht. Ich kenne Fälle, da sind Gefangene freigelassen worden, nur weil sie zu viel Post bekommen haben. Und einem das in irgendeinem Land den Leuten Spanisch vorkam, wie bekannt der sein muss, weil die nicht wussten, dass hier per E-Mail einfach die Adresse rumging und plötzlich jeder den kannte. Und natürlich macht es einen Unterschied. Ich möchte jetzt keine Details nennen, weil das alles eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Aber natürlich macht es einen Unterschied, wenn westliche Länder Menschen, die von der Todesstrafe bedroht sind, im Schnellverfahren Asyl über die Botschaft gewährt. Und das ist vor 10 Jahren nicht üblich gewesen. Da hieß es, wir wischen uns in die religiösen Angelegenheiten eines Landes nicht ein, obwohl es um Todesstrafe ging. Ja, da sind manche westlichen Länder heute wesentlich schneller bei der Sache. Sie kennen die Beispiele
wo der amerikanische Präsident und die Bundeskanzlerin in Afghanistan angerufen haben, als ein Konvertit vom Islam zum Christentum hingerichtet werden sollte. Und der durfte dann nach Italien ausreisen. Solche Beispiele ließen sich vermehren. Gut, nächste Frage, wie sieht der Islam das Christentum? Das war eine interessante Bundestagung, ja. Die muss aber dreimal so lang sein. Es gibt 1 Milliarde und irgendwas Muslime. Und was manchem von außen vielleicht nicht so bewusst ist, diese Muslime decken von ihren Auffassungen her eine größere Bandbreite ab als das Christentum. Ja? Das Christentum ist durch seine Geschichte bei all seiner Aufspaltung irgendwie in bestimmten Kernbestand doch beieinander geblieben. Der Islam hat auch einen solchen Kernbestand, aber der ist eben wirklich vergleichsweise klein, ja? Dass es nämlich Gott gibt und Mohammed sein Prophet ist. Das ist irgendwie so der rote Faden. Aber darüber hinaus gibt es alles und nichts. Ja? Es gibt Mystiker, die sind so friedlich, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Und wenn die in den Verdacht geraten, sie wollten Bomben schmeißen, die leben gar nicht richtig auf dieser Welt, so wie manche Pietisten früher. Ja? Es gibt alles in der islamischen Welt und auch was die Einschätzung der Christen betrifft. Da gibt es alles von unglaublichem Hass bis hin zu Menschen, für die Christen die natürlichsten Freunde auf dieser Welt sind und alles dazwischen. Ganz grundsätzlich muss man sagen, die meisten Muslime haben sehr viel Respekt vor praktiziertem christlichen Glauben. Also wenn Muslime das Empfinden haben, das ist ja was auch im Koran steht, dass die Christen, die Juden eine Sonderrolle haben, weil sie immerhin an Gott glauben. Und wenn die Muslime merken, das tun die Christen tatsächlich, haben sie dann sehr großen Respekt vor. Wovor sie keinen Prospekt haben, ist das verweltlichte, das westliche Christentum, wozu sie natürlich alles zählen, ganz Amerika und ganz Deutschland. Nur gut, ich meine, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie viele in unserem Land immer noch in der Kirche sind, dann ist statistisch gesehen das Christentum bei weitem die Mehrheitsreligion hier. Und die Muslime sagen eben, Deutschland ist christlich und dann wird von der Pornografie bis, ich weiß nicht was, alles, was in diesem Land passiert, dem Christentum zugeschoben. Und dann steht das Christentum natürlich sehr schlecht da. Aber meine persönliche Erfahrung ist, in dem Moment, wo ich das aber mal anspreche und sage, dass also einen Christen auch manches beschwert, was in diesem Land passiert, und dass die Religion Christentum eine andere Größe ist, als was politisch in einer langen Geschichte des christlichen Abendlandes so herausgekommen ist, ändert sich das Klima meistens sehr stark. Ja? Das gilt übrigens auch für ganz persönliche Beziehungen. Da gibt es genügend Untersuchungen zu. Die meisten islamischen Familien in diesem Land haben ja den sehr großen Wunsch, mal von einer deutschen Familie eingeladen zu werden. Wenn wir Integration praktizieren wollten, dann könnten wir alle Politiker mal nach Hause schicken. Jede deutsche Familie würde einfach mal eine muslimische Familie einladen und unser Land lädt sehr am nächsten Tag ganz anders aus. Übrigens auch die Journalisten, weil die angesprochen wurden. Ja? Ich habe schon häufiger Journalisten interviewt, die behauptet haben, wir würden Stimmung gegen den Islam machen. Die frage ich dann immer, haben Sie denn schon mal einen Muslim eingeladen? Ja, nach Hause, nicht interviewt, sondern eingeladen. Naja, also, und da werden Sie ganz schnell die Erfahrung machen, dass selbst wenn Sie vergleichsweise säkularisierte Muslime haben, aus der Türkei haben wir ja viele Muslime, die zu Hause eigentlich nie viel mit Religion am Hut hatten und das hier das als Thema entdecken, dass das ganz unkompliziert geht, wenn die in irgendeiner Form bei ihnen religiöse Zuckungen bemerken. Die sind das gewohnt, wenn sie Kontakt kriegen, haben sie mit Deutschen Kontakt, die mit Religion gar nichts am Hut haben. Meistens ist schon, wenn sie ein Tischgebet sprechen oder ich weiß nicht, irgendwas, ist das Eis gebrochen und sie werden behandelt. Also ich erzähle meinen Studenten immer gerne, ich habe mal einen Taxifahrer, der hatte so ein Bild seiner Familie da hängen, einen türkischen Taxifahrer, und den habe ich gefragt, finden Sie es nicht auch schwierig, in einer gottlosen Gesellschaft wie unseren, das Kindern das Beten beizubringen? Ich seine Bilder da sah. Ja? Ja, und ich bin also im Taxi gar nicht mehr rausgekommen, weil wir uns über das Thema unterhalten haben. Ich sage, Student, immer hätte ich das einen deutschen Taxifahrer gefragt, der wäre entweder einen Baum gefahren vor lauter Schreck oder hätte mich in der nächsten Klinik abgeliefert, gesagt, den Mann müssen wir untersuchen. Ja? Das ist einfach die Erfahrung, wenn man dieses Thema anspricht. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass Christen in unserem Land die größte Herausforderung haben. Sie sind die, die mit den Muslimen sprechen können. Ja?
weil Sie Dinge, die wir hier in unserem Land schätzen, nicht verkaufen, gegen Religion. Und das geschieht viel bei Menschen, die selber keine religiöse Orientierung haben, dass sie die Muslime einfach nervt, weil die eine Religion haben. Und die sollen nicht so religiös, die können die ja auf dem Papier haben, aber die sollen das nicht ernst nehmen. Ja? Und da ist dann oft der Gesprächsfaden sehr schnell abgebrochen. Deswegen finde ich es auch so schade, dass die meisten Muslime sich politisch bisher bei anderen Parteien orientieren. Aber das ist dann noch wieder ein ganzes Thema für sich, statt bei der CDU, weil die nun mal leider das C da vorne hat, aus muslimischer Sicht. Aber wenn wir nur einfach die Konservativen in England wären, weiß ich auch nicht, ob wir viel besser dran wären oder ob wir nicht wie die in England fast verschwunden wären. Also, das will ich betonen, Muslime sehen überwiegend, was sie am Christentum kritisch sehen, ist die Unmoral. Wie recht auch immer sie im Einzelnen haben und dass da manches dann auch überzogen ist, aber das ist für sie der Hauptfaktor. Sobald sie das Empfinden haben, jemand mit seinem Glauben ernst, sieht die Sache meistens ganz anders aus. So, was haben wir jetzt noch? Weltkirchenrat, also der neue Generalsekretär des Weltkirchenrates, der hat in seiner Eröffnungssprache im dritten Satz das Thema Christenverfolgung erwähnt. Zugegebenermaßen war das neu, im Sinne, dass das seine Vorgänger nicht gerade getan haben, aber Sie haben ja gefragt, was ist im Moment. Die weltweite Evangelische Allianz, zu der ich gehöre, hat gerade in dieser Frage sehr, sehr engen Kontakt mit dem Weltkirchenrat und da geschieht inzwischen vergleichsweise sehr viel. Und auch dieser Ethikkodex, von dem ich gesprochen habe, den wir ja gemeinsam entwerfen, hat ganz bewusst auch diesen Hintergrund der Christenverfolgung, einerseits Christen in Schutz zu nehmen, aber andererseits im politischen Raum eben auch zu sagen, wo wir Verständnis haben für Gegenmaßnahmen, warum wir die meisten Antibekehrungsgesetze dieser Welt für fadenscheinig halten, weil sie auf ganz andere Dinge abzielen, warum wir aber gleichzeitig der Meinung sind, dass sie nach dem reinen Wortlaut gar nicht so schlecht sind. Sie werden nur nicht so gebraucht, wie sie da stehen. Ja? Also, also da habe ich sehr große Hoffnungen. Es ist früher ein bisschen anders gewesen, solange insbesondere es die Sowjetunion gab und die russisch-orthodoxe Kirche beim Weltkirchenrat da einen sehr großen Einfluss hat, hat man sich sehr schwer getan. Christenverfolgung gab es damals vor allem in den kommunistischen Ländern und das war also gerade mit den Evangelikalen ständiger Streitpunkt, ob man nur antikommunistisch sei oder nicht. Das ist aber wirklich für die Gegenwart Geschichte. In der Gegenwart gibt es da eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit. Und das ist natürlich jetzt ausbaufähig, aber was ich bisher mitbekommen habe, hat der neue Generalsekretär auch wirklich vor, nicht nur das gesagt zu haben, sondern dem Worte folgen zu haben, wohlwissend, dass er von sehr vielen Mitgliedskirchen spricht. Nicht nur von irgendwo anders, ja, sondern von seinen eigenen Mitgliedskirchen. Last not need, die Medien. Also da geht es mir ganz ehrlich mit der Politik. Erstens, wenn ich vergleiche vor 10 Jahren, dann kann ich den Medien nur Beifall klatschen. Ja? Denn in den Medien wird über diese Thematik inzwischen so viel berichtet wie noch nie zuvor. Ja? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass bei der Größe mancher Menschenrechtsverletzungen natürlich die Menge der Berichterstattung in keinem Verhältnis steht zu ähnlichen Berichterstattungen, wenn es um andere Fragen geht. Ja? Also wenn 50.000 Leute um ihr Haus und Hof und alles gebracht werden und müssen im Urwald auf der Straße in Zelten leben und es ginge nicht um eine religiöse Frage, ist das ein viel größeres Thema. Die Medien sind recht unterschiedlich. Es gibt bestimmte Medien, die das recht regelmäßig inzwischen bringen. Andere ignorieren es noch vollkommen. Es steht in keinem Verhältnis zu der Schwere mancher Ereignisse, die da passieren. Ja? Das ist also überhaupt gar keine Frage. Wenn ich überlege, wie oft das Thema Todesstrafe thematisiert wird und sehe, wie oft Menschen wegen ihrer Religion mit der Todesstrafe bedroht werden und mir sagt, das müsste dann jetzt ja genauso interessant sein und sei es wegen dem Thema Todesstrafe und nicht wegen dem Thema Religion dabei, dann stelle ich fest, dass offensichtlich, sobald das Thema Religion mit ins Spiel kommt, von Seiten der Medien Argumente kommen, warum nicht. Also zum Beispiel das bekannte Argument, die missionieren, ja, die sind selber dran schuld. Ja, mich hat das also eine große Tageszeitung gefragt, die interviewten mich zum Irak und kamen dann mit, die missionieren, die Christen missionieren. Ich habe gesagt, hören Sie mal,
die syrisch-orthodoxe Kirche im Irak und missionieren und deswegen wird sie jetzt verfolgt. Das ist ja wohl Witz. Ja? Wir haben einheimische Kirchen, die verfolgt werden, die gar nicht die Sprache des Landes sprechen, die überhaupt nicht missionieren können und trotzdem verfolgt werden. Wenn Sie die Türkei nehmen, zugegebenermaßen, da gibt es die kleinen protestantischen Kirchen, die missionarisch sehr aktiv sind, überwiegend deswegen, weil es Konvertiten sind. Und das sind ganz normale türkische Staatsbürger, die mit größter Selbstverständlichkeit ihre Rechte als Bürger in Anspruch nehmen und sagen, warum alles in der Welt sollte ich vorher den Staat fragen, welchen Glauben ich haben soll. Ich will den hier leben können. Ja? Aber wenn ich mir anschaue, die Bilanz, dann haben die Kirchen in der Türkei, die seit Jahrhunderten da sind, genauso wenig Rechte. Die können auch keine Kirchen bauen. Ja? Es hat tote Priester gegeben unter den Armeniern, unter den Katholiken, unter den Protestanten bzw. den Evangelikalen. Ja? Es werden Christen auf der Straße verprügelt und das sind mal Katholiken und mal armenisch-orthodoxe, mal sind es Evangelikale. Also ich kann nicht erkennen, dass das Missionieren, wie immer man darüber denkt, der eigentlich ausschlaggebende Punkt ist. In Indien genau dasselbe, ja? Gar keine Frage. Es gibt bestimmte Gruppen, die da sehr intensiv missionieren. Aber warum dann katholische Waisenheime angesteckt worden sind, während die Kinder da drin waren und was die Kinder damit zu tun haben, dass möglicherweise irgendwelche anderen protestantischen Gruppen woanders missioniert haben, das ist also mir vollkommen schleierhaft. Die Realität ist, dass das oft ein Vorwand ist und man muss ganz nüchtern sehen, es ist eine Fehlrechnung, das Wachstum der Christenheit automatisch nur Mission zuzuschreiben. Es gibt viele Gebiete, wo das Christentum wächst, obwohl gar keine eigentliche Missionsarbeit stattfindet. Es wächst einfach, die Leute sind daran interessiert und keiner weiß so ganz richtig, wie es ist. In China gibt es Städte, wo es keine Gemeinden gab, plötzlich gibt es da eine Gemeinde und man versucht rauszukriegen, wie ist denn die da hingekommen und kein Mensch weiß, wie die da hingekommen ist. Auf jeden Fall hat da keiner irgendeinen Missionar hingeschickt und der ist auf den Marktplatz gegangen und hat also irgendwas erzählt, die ist einfach plötzlich da. Ja? Die Medien, was ich den Medien von den Medien wünsche, ist, dass sie wenigstens die Gefälle, wo von unmittelbarer Gewalt und Bedrohung des Lebens die Rede ist, mit derselben Selbstverständlichkeit behandeln und berichten, wie sie jeden andere Menschenrechtsverletzung behandeln, die von dieser Tragweite ist. Ja? Da haben sie auch keine komplizierten Fälle, da muss man nicht lange Bescheid drüber wissen. Wenn jemand mit der Todesstrafe bedroht ist wegen seines Glaubens, dann muss man nicht gigantisches Hintergrundwissen haben für eine komplizierte Situation. Das ist immer falsch. Lieber Professor Schirmacher, ganz herzlichen Dank. Ich finde, Sie haben dieses ja letztlich nicht einfache, sondern schwierige Thema in einer großen Sachlichkeit, mit großer Kenntnis uns vermittelt. Sie haben gleichzeitig, das hat man am Schluss auch gemerkt, Ihr ganzes Engagement reingebracht. Wenn ich jetzt nicht langsam das hier hingestellt hätte, hätten Sie noch eine Dreiviertelstunde weitergesprochen, was auch spannend gewesen wäre. Aber jetzt habe ich die Chance und die will ich jetzt auch nutzen, mich ganz herzlich bei Ihnen als erstes zu bedanken mit einer Flasche Wein. Ich glaube, Sie haben an der großen Aufmerksamkeit gespürt. Wir fanden es alles super spannend und wir haben viele Anregungen für eigenes Mittun bei dem Thema bekommen. Vielen Dank. Danke, vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Ja, danke. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, damit.